Vorsitzende Martina Stamm-Fiebig. Und das Ganze wird später auch noch einmal Thema sein im Deutschen Bundestag. Diese Woche ja Debatte im Parlament. Und genau dahin wollen wir jetzt wieder schalten. Meine Kollegin Katharina Kühn ist vor Ort. Ja, Sie haben die Frage beantwortet. Und hier im Deutschen Bundestag sitzen die Abgeordneten gerade zur Fragestunde. Laut Plan steht jetzt eine aktuelle Stunde an. Da geht es um die Rentenanpassungen Ost-West eingereicht oder verlangt haben diese aktuelle Stunde hier die Fraktion von SPD, Grüne und FDP. Denn die Rentenanpassung Ost-West erfolgt nun früher als geplant im Zuge der Wiedervereinigung. Gab es ja bei den damals noch neuen Bundesländern andere Berechnungsgrößen als für die alten Bundesländer. Seit 2018 wird aber das schrittweise angepasst. Und jetzt soll es in diesem Jahr auch schon so weit sein, dass die Rentenangleichung hier jetzt zum 1. Juli dann erreicht wird. Und da möchte natürlich die Bundesregierung und die dazugehörigen Fraktionen das auch hier gebührlich in den Fokus setzen, dass das eben jetzt schon in diesem Jahr erreicht wird und nicht erst wie ursprünglich geplant 2024. Das, wie gesagt, steht hier jetzt gleich an, sobald diese Fragestunde zu Ende ist. Und auch der Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses. Wir haben ja eben schon in der Bundespressekonferenz die Pressekonferenz dazu auch gesehen. Und dieser Tätigkeitsbericht wird hier ungefähr ab 16:30 dann hier Thema sein. Da werden dann die Abgeordneten des Petitionsausschusses hier darüber sprechen. Jetzt geht es gerade in der Fragestunde noch einmal um die Zusammenarbeit mit Brasilien und dort, wie sich da auch die Bundesregierung mit der neuen Regierung des Präsidenten da Silva zusammensetzen wird. Und wir werden nun mal reinhören, wie die Bundesregierung sich dort positionieren möchte. Brasilien hat Präsident Lula keine eigene Mehrheit, wie Sie sicherlich auch wissen. Entschuldigung. So, zum Ende der Befragung gebe ich das Wort zu einer weiteren Nachfrage dem Kollegen Rachel. Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär Hahn, Präsident Lula hat mit seiner Regierung sehr gemischte Signale gesendet. Ich erinnere an den herzlichen Empfang des venezolanischen Autokraten Maduro in Brasilia oder den Besuch des russischen Außenministers Lavrov in Brasilien, aber auch die Position Lulas zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Hat die Bundesregierung zu viel oder Falsches vom Regierungswechsel in Brasilien erwartet? Herr Staatssekretär, bitte. Frau Präsidentin, vielen Dank. Herr Kollege Rachel, ich will darauf wie folgt antworten. Wir haben natürlich diese Äußerungen und bestimmte politische Entscheidungen der brasilianischen Regierung, wie Sie auch, zur Kenntnis genommen. Es gibt einen sehr intensiven Austausch zwischen den beiden Regierungen. Ich glaube, die Zeit reicht nicht aus, aufzuzählen, wie viele Ministerinnen und Minister in den letzten Wochen und Monaten Brasilien besucht haben. Das heißt, es gab mehrfach Gelegenheit, darüber zu sprechen. Aber ich will schon hier darauf hinweisen, dass die brasilianische Regierung unter Präsident Lula die russische Aggression bei den Vereinten Nationen und auch öffentlich mehrfach verurteilt hat. Das bedeutet nicht, dass man sich in jeder Interpretation immer einig ist. Aber das ist eben auch ein Teil der Realität, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Und ich glaube, dass es richtig ist, diese Gespräche auf hoher und höchster Ebene zwischen Präsident Lula und Bundeskanzler Scholz beispielsweise zu führen. Und soweit ich informiert bin, wird es da zu Ende des Jahres auch noch eine weitere Gelegenheit geben. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Herzlichen Dank. Damit ist die Zeit für die Befragung der Bundesregierung zu Ende. Ich bedanke mich. Und soweit also hier die Ausführungen des parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Nils Annen. Und damit kommen wir dann auch jetzt zur aktuellen Stunde, zur Rentenanpassung Ost-West. Dieser Rentenerhöhung hat das Bundeskabinett schon beschlossen und auch der Bundesrat hat schon zugestimmt.
zugestimmt und zum 1. Juli sollen damit die Altersbezüge angepasst werden, im Westen um 4,39% und im Osten um 5,86%. Und das dürfte natürlich für viele von Interesse sein. Über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner gibt es in Deutschland und die sollen nun endlich auch ihre Rente in gleicher Weise berechnet bekommen. Und Kerstin Griesel startet die Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit zwei guten und wichtigen Nachrichten beginnen. Erstens, die Renten steigen zum 1. Juli 2023 wieder deutlich. Nach der starken Rentenanpassung im letzten Jahr gibt es auch in diesem Jahr eine Erhöhung. Die Renten werden um 4,39% im Westen und um 5,86% im Osten steigen. Und diese Erhöhungen sind möglich, weil der Arbeitsmarkt in guter Verfassung ist und weil die Löhne steigen. Und ganz besonders freut mich in diesem Zusammenhang, dass die Rentenangleichung Ost-West aufgrund der positiven Lohnentwicklung in den ostdeutschen Ländern ein Jahr früher erreicht wird, als das bisher nach den gesetzlichen Angleichungsstufen vorgesehen war. Hat jetzt ja auch eine Weile gedauert. Ein rentenpolitisches Ziel geht jetzt endlich in Erfüllung. Wir haben die Rentenangleichung Ost-West im Jahr 2023. Hat gedauert, aber wir haben dieses dicke Brett gebohrt. Und ich danke auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, quer durch die Reihen, für die Unterstützung auf diesem Weg. Auch wenn das beides gute Nachrichten sind, weiß ich doch, dass viel darüber gesprochen wird, dass die Rentenanpassung aktuell hinter der Inflation zurückbleibt. Und deshalb will ich es in einen Gesamtzusammenhang stellen, denn das ist nur eine Momentaufnahme. Das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, hat sich nämlich insgesamt im Blick auf die Einkommensentwicklung der Rentnerinnen und Rentner bewährt. Wenn man die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts im Jahresdurchschnitt in den letzten 10 Jahren seit 2012 betrachtet, so beträgt der Anstieg im Westen 26% und im Osten 40%. Im gleichen Zeitraum sind die Preise um 20% gestiegen. Also Sie sehen, damit ist mehr als die Inflation ausgeglichen worden. Bei 1.000 Euro Rente lag die Rentenanpassung somit brutto bei 63 Euro im Westen und bei 198 Euro im Osten über der Inflation in diesem Zeitraum. Das soll nicht die Sorgen, die die Menschen heute haben, verringern, aber es zeigt, insgesamt dürfen wir die Entwicklung der Renten niemals von der Lohnentwicklung und von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abkoppeln. Dann streicht doch mal die Kürzungsfaktoren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu kommt, dass wir ein Bündel von Entlastungsmaßnahmen gemacht haben in der letzten Zeit, um die Preissteigerung abzufedern. Wir haben im Bereich der Rente die Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner auf den Weg gebracht. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir innerhalb von 3 Monaten die gesetzliche Grundlage und die Auszahlung hingekriegt haben. Das ist durchaus ein Kraftakt. Und ich sage auch Dankeschön an die Deutsche Rentenversicherung. Es hat gezeigt, dass wir eine unbürokratische und antragslose Lösung für über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner geschafft haben, damit die diese Energiepreispauschale bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, in der Rentenpolitik geht es uns in der Ampel aber auch insgesamt um sozialen Fortschritt. Und in diesem Zusammenhang bedeutet das erste Rentenpaket, was wir in dieser Legislaturperiode schon beschlossen haben, eine Menge Verbesserungen. Wir haben den Nachholfaktor wieder eingeführt, unter Beachtung der Haltelinie des Rentenniveaus von 48%. Und wir haben bei den Erwerbsminderungsrenten sehr viel verbessert. Das war eine sehr gute Idee, Herr Kollege Birkwald. Und es ist übrigens auch ein sozialdemokratisches Herzensanliegen, diese Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrentnern, denn das sind wirklich die, deren Situation immer noch am schwierigsten war. Wir haben ja schon in den Jahren davor in mehreren Stufen Verbesserungen für die Neuzugänge in die Erwerbsminderungsrente durchgesetzt, aber haben jetzt mit dem Rentenpaket 1 eben auch für den Bestand der Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner die Renten spürbar erhöht. Ab 1. Januar nächsten Jahres wird das auch endlich auf dem Konto bei den Rentnerinnen und Rentnern sein und spürbar sein. Und das ist auch ein Stück sozialer Fortschritt, weil wir damit eben diejenigen erreichen, die in der Vergangenheit mit sehr niedrigen Renten aus dem Erwerbsleben ausscheiden mussten. Und schließlich möchte ich auch noch den sozialpolitischen Meilenstein der letzten Legislaturperiode hervorheben, die Grundrente. Wir sind nämlich jetzt so weit, dass wir sagen können, dass schon bis Ende 2022 bei allen 26 Millionen Bestandsrenten geprüft worden ist, ob ein Grundrentenanspruch besteht. Auch dafür mal ein großes Dankeschön an die Deutsche Rentenversicherung. Bei neu beginnenden Renten wird das ohnehin geprüft, aber eben auch bei allen Bestandsrenten. Und es sind jetzt etwa 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine Grundrente bekommen. Damit honorieren wir die Lebensleistung. Und passend zum Thema heute wird es auch besonders in Ostdeutschland und bei den Frauen ankommen, nämlich bei denen, die 33 Jahre und mehr gearbeitet haben, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben. Und wir sorgen mit der Grundrente dafür, dass 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die viel geleistet haben,
jetzt auch spürbar mehr Geld in der Tasche haben, indem sie diesen Zuschlag auf ihre Rente erhalten, und zwar ohne Anträge auszufüllen, ohne Bürokratie, ohne zum Amt zu müssen, sondern eben automatisch. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, der hat sich im Ruhestand eine ordentliche Rente verdient. Aber es geht ja auch um die Zukunft. Und um in Deutschland das Rentenniveau dauerhaft zu sichern und die Verlässlichkeit der Rente auch für die künftigen Generationen zu sichern, und bei Rente geht es eben sehr viel um Verlässlichkeit und Vertrauen, geht es darum, dass wir auch in Zukunft eine auskömmliche Rente brauchen. Deshalb arbeiten wir gerade am zweiten Rentenpaket und werden das auf den Weg bringen. Da geht es um stabile Renten und um solide Finanzierung. Denn es geht darum, dass auch die junge Generation sich in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können muss. Innerhalb dieses Pakets wird deshalb die dauerhafte Absicherung des Rentenniveaus von 48% sein. Bisher haben wir bis 2025 die Haltelinie. Wir werden jetzt eine dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus schaffen. Und das bedeutet Klarheit und Verlässlichkeit für alle Beteiligten. Zum anderen werden wir auch die teilweise Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung umsetzen. Da geht es um eine Ergänzung der Rentenversicherung, um eine Ergänzung der Finanzierungsgrundlagen. Deshalb ist geplant, ein Generationenkapital aufzubauen. Und mit den erwirtschafteten Erträgen des Generationenkapitals soll ein Beitrag zur Stabilisierung der Beitragsentwicklung geleistet werden. Und dabei ist mir wichtig, dass wir keine Risiken des Kapitalmarkts in die Rentenversicherung holen, sondern für das Generationenkapital eine Stiftung gründen werden. Denn klar ist, die Rente muss verlässlich und sicher sein. Und wir werden dieses zweite Rentenpaket bald auf den Weg bringen. Und wir werden noch ein drittes Paket auf den Weg bringen, die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Ein ganz wichtiger Schritt, weil rund 3 Millionen Selbstständige in Deutschland bisher keine Pflicht zur Altersvorsorge haben. Übrigens anders als in den meisten europäischen Ländern. Das wirkt sich so aus, dass die dann sehr häufig im Alter in der Grundsicherung landen. Und deshalb wollen wir auch die Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung besser absichern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor einigen Jahren als ziemlich junge Abgeordnete in den Bundestag gekommen bin, war mir das Thema Generationengerechtigkeit ganz wichtig. Ich wollte, dass wir mehr generationengerecht arbeiten in der Politik. Ich wollte mehr nachhaltige Entscheidungen, die auch die künftigen Generationen berücksichtigen. Und dazu gehört natürlich der Klimaschutz, aber dazu gehört eben auch ein vorsorgender und ein sicherer Sozialstaat. Das Versprechen der Rente, das Versprechen des Generationenvertrages muss erkennbar eingelöst werden. Und nur wenn das Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung auch in Zukunft weiter funktioniert, werden die Menschen in unserem Land Vertrauen in die gesetzliche Rente haben. Und Vertrauen bedeutet eben auch Sicherheit und Stabilität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch in Zukunft ein auskömmliches Rentenniveau auch für die künftigen Generationen haben. Deshalb ist die Absicherung bei 48% für uns so wichtig. Wir wollen und wir werden dafür sorgen, dass das System der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig stabil bleibt. Und dafür müssen wir es schaffen, dass möglichst viele Menschen in Arbeit sind. Die Stabilität der Rente für kommende Generationen entscheidet sich am Arbeitsmarkt. Und noch vor 10 Jahren haben Fachleute uns viel niedrige Zahlen der Beschäftigten prognostiziert und viel höhere Beiträge. Und sie haben nicht geahnt, dass wir heute 4 Millionen mehr Beschäftigte haben, als damals erwartet worden sind. Deshalb sage ich ja, wir haben eine demografische Herausforderung. Und es ist gut, wenn damals die jungen Abgeordneten und heute die jungen Abgeordneten auf Generationengerechtigkeit pochen. Aber wir können mit Handeln das Richtige tun. Wir können das Richtige tun, wenn wir die Finanzierung der Rente sichern, wenn wir daran arbeiten, dass wir mehr Erwerbstätigkeit, Erwerbsbeteiligung möglichst vieler Menschen in unserem Land haben. Wenn das gelingt, ist auch die Rente gesichert. Die entscheidenden Weichen werden dafür am Arbeitsmarkt gestellt. Und wir brauchen neben der Stärkung des Arbeitsmarktes eben auch die Mobilisierung inländischer Gruppen und mehr qualifizierte Zuwanderung. Und dazu haben wir in dieser Woche, Herr Minister Heil freut sich schon drauf, noch die Gelegenheit, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dem Aus- und Weiterbildungsgesetz viel dafür zu tun, um unseren Arbeitsmarkt zu stabilisieren und für mehr Beschäftigung zu sorgen. Ich freue mich schon auf die Beratung dieser beiden wichtigen Gesetze, die eben auch eine Auswirkung auf die Stabilität der Rente haben werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Koalition sorgt dafür, dass sich alle Generationen auf die gesetzliche Rente verlassen können. Die gesetzliche Rentenversicherung wird weiterhin das solide und belastbare Fundament der Alterssicherung bleiben. Wir sichern damit den sozialen Zusammenhalt durch eine verlässliche Altersvorsorge. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine gute Investition in die Zukunft unseres Landes. Vielen Dank. Hm.
Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat hier die Debatte eröffnet, nickte eben auch noch ihrem Minister Hubertus Heil zu, der hier auch die Debatte verfolgt. Max Straubinger nun für die Unionsfraktion. Werte Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat die Frau Staatssekretärin ein ganzes Bereich der Rentenpolitik und der angeblich so großartigen Leistung der Bundesregierung hier versucht darzulegen. Eigentlich war ja der Anlass, dass die Ost-West-Angleichung ein Jahr früher gelingt. Na gut, die Grundlage liegt ja beim Rentenanpassungsgesetz, das wir 2017 ja gelegt haben als gemeinsame Regierungsfraktionen. Und damals also war das schon also etwas Entscheidendes, dass die Anpassung auch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung erfolgt. Und deshalb freuen wir uns sicherlich, dass jetzt dies ein Jahr früher eintritt, gleiche Rentengrundlagen für das ganze Land nach den Jahren, über 30 Jahre der Wiedervereinigung, auch unbedingt mit notwendig, ist völlig klar. Aber es ist ein ständiger Aufholprozess damit verbunden, nämlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den 5 neuen Bundesländern. Und darauf dürfen wir alle gemeinsam stolz sein. Was dabei aber auch wichtig ist, dass dieser wirtschaftliche Aufholungsprozess hier mit die Grundlage ist. Und die Frau Staatssekretärin hat da gerade darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen wichtig ist, wenn wir einen hohen Beschäftigungsstand und eine hohe Erwerbstätigkeit haben. Und dies ist damals noch in Zweifel gezogen worden. Ich bin jetzt dann gespannt auf die Reden aus der grünen Fraktion. Ich weiß noch 2017, Kollege Kurt, wie er uns prophezeit hat, das ist falsch finanziert und das kann man gar nicht. Also seinerzeit das Rentenanpassungsgesetz zu beschließen. Wir werden steigende Beiträge haben. Herr Kurt, Ihre prophetischen Fähigkeiten können Sie heute überprüfen. Also es ist auf alle Fälle festzustellen, wir haben stabile Beiträge bei einem Rentenniveau mit über 48%. Und das ist die Leistung letztendlich der Bürgerinnen und Bürger mit in unserem Lande. Aber es heißt ja im Untertitel der angekündigten der jetzigen Stunde, dass das auch eine tragfähige Rentenpolitik sein soll. Und ich glaube, allein mit dieser Angleichung hat mit Tragfähigkeit der Rentenpolitik überhaupt nichts zu tun. Und die Frau Staatssekretärin hat wesentlich darauf Wert gelegt, dass das entscheidend ist, ein hoher Beschäftigungsstand. Und da muss ich jetzt mit feststellen, dass wir da Wolken am Himmel mittlerweile zu verzeichnen haben. Ob letztendlich offensichtlich der Politik, denn natürlich ist alles beeinflusst durch die Vorgänge in der Ukraine, durch den unsäglichen Krieg und der daraus resultierenden Belastungen. Aber ich frage mich, wenn mittlerweile für Deutschland ein Minuswachstum von 0,4% prognostiziert wird, wie es heute das IFO-Institut getan hat, aber im europäischen Bereich die Länder insgesamt in Europa ein Wachstum von 0,6% im positiven Sinne erreicht wird, dann muss man sich die Frage stellen, ob Deutschland tatsächlich die richtige Wirtschaftspolitik hier letztendlich mitbetreibt. Denn das ist die wichtige und die richtige Grundlage für einen hohen Beschäftigungsstand. Und es mag ja noch nicht dramatisch klingen, aber wenn man sich allein nur vorstellt, die Arbeitslosenentwicklung hier vom Mai 23 zu Mai 2022, so muss man feststellen, dass wir im Mai 2023 fast 300.000 mehr Arbeitslose zu verzeichnen haben, ist wie im Mai 2022. Und das muss doch auch die Bundesregierung hier also schon auch mit aufrütteln, letztendlich eine bessere Wirtschaftspolitik und eine bessere Finanzpolitik also hier mit zu tätigen, nämlich für mehr Investitionen und vor allen Dingen für Stabilität sorgen. Die Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert, ob das Heizungsgesetz und
dergleichen mehr, das hier letztendlich also irgendwann einmal im Bundestag kommen wird. Heute war ja die schönste Pointe für mich, also Änderungsanträge zum GEG-Gesetz, SPD, Grüne, FDP. Und unten dann der Zusatz, das habe ich ja noch nie erlebt und jetzt bin ich doch schon ein paar Jahre im Parlamentsbetrieb, unten dann der Zusatz, vorausgesetzt, Herr Kollege, Zustimmung der FDP-Bundestagsfraktion. Also, Ihre das Redezeit, sind Anträge in den Deutschen Bundestag, Herr, da fragt man sich irgendwo, Kollege, Ihre Redezeit tatsächlich war also zu Ende noch gewesen. Eine vernünftige Politik bedeuten kann. In diesem Sinne, Herr Kollege, herzlichen hallo. Dank für Ihre Geduld, Frau Präsidentin. Ich habe gar keine Geduld, das denken Sie immer nur. Nein, ich auf gar keinen Fall. Ich bin auch mit meiner Rede am Ende. Das ist gut, dann sind wir ja jetzt einig, dass die Rede zu Ende ist. Zusatzfrage Nein, ich möchte gerne die von Ihnen schon mit großer Spannung erwartete Rede des Kollegen Markus Kurth für Bündnis 90 Die Grünen aufrufen. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Tribünen, lieber Max Straubinger, das stimmt, dass ich 2017, was die Rentenfinanzen anbelangt, düsterere Prognosen gemacht habe von diesem Pult aus, als es nachher eingetreten ist. Ich habe aber auch nicht für mich in Anspruch genommen, wirklicher Wahrsager zu sein, sondern man kann natürlich nur Prognosen und Projektionen in die Zukunft auf Basis der gegenwärtigen Annahmen machen. Und insofern freue ich mich jetzt, dass das nicht so eingetreten ist, sondern dass wir nicht nur eine gut gefüllte Rücklage haben, einen hohen Beschäftigungsstand, sondern auch in den letzten Jahren im Osten bessere Lohnabschlüsse als im Westen, die es jetzt möglich machen, nicht nur eine positive Rentenerhöhung zu sehen, sondern eben auch eine vorzeitige Angleichung der beiden Rentenwerte. Und der Kollege Peter Weiß, früher rentenpolitischer Sprecher in den letzten Legislaturperioden, der hätte dann gesagt, das ist ein guter Tag für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Und er hätte recht gehabt. Aber die Tatsache, dass ich mich geirrt habe, dass meine Prognosen zu schwarzmalerisch gewesen sind, sollte Ihnen allerdings jetzt Max Straubinger zu denken geben und nicht selbst von hier jetzt solche Negativszenarien zu entwerfen. Sie scheinen wirklich, dieses Pult, und wenn man in der Opposition ist, scheint einen in eine bestimmte Richtung zu drängen. Aber Sie sollten, wenn Sie Prognosen treffen, gucken, was wir für Grundsteine legen, um einen guten Beschäftigungsstand auch in Zukunft zu sichern. Kerstin Griese hat schon einiges genannt, Fachkräfteeinwanderung, Weiterbildungsgesetz. Und ich will noch mal insbesondere mit Blick auf das Lohnniveau im Osten das Tariftreuegesetz besonders betonen. Denn Tariflöhne sind gute Löhne, und das bedeutet später auch solide Rentenfinanzen und gute Renten. Und wir müssen auch sehen, wenn wir diesen Disruptionsprozess oder diesen Strukturbruch sehen, den die Jahre nach 1990 für die neuen Bundesländer bedeutet haben. Das war ja wirklich auch für viele eine existenzielle Erfahrung von Verlust und dergleichen und auch von sozialer Unsicherheit. Wenn wir das sehen, müssen wir aber rückblickend trotzdem konstatieren, dass das Umlagesystem sich auch in so einer extremen Bruchphase hervorragend bewährt hat. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Im Handbuch der gesetzlichen Rentenversicherung schreibt Gerhard Ritter, bei der Vereinigung hat sich das Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung bewährt. Die Übernahme der Rentner in die Solidargemeinschaft der bundesdeutschen Rentenversicherung wäre nicht möglich gewesen, wenn statt diesem Verfahren, in dem die Renten aus den laufenden Beitragseinnahmen der Versicherten bezahlt werden, ein Kapitaldeckungsverfahren wie in jeder Privatversicherung bestanden hätte.
Und richtig ist es, recht hat er. Und er schreibt weiter, für eine lange Übergangszeit hätten bei einem Kapitaldeckungsverfahren bis zum Aufbau eines eigenen Kapitalstocks durch die Rentner des Ostens die Renten alleine vom Staat gezahlt werden müssen. Das hätte zwangsläufig zu sehr viel niedrigeren Renten geführt. Und ich glaube, das dürfen wir, wenn wir uns angucken, worauf wir uns systemisch in der großen Breite verlassen, nicht vergessen, dass das Umlageverfahren gerade für ein so großes Risikokollektiv, wie es die deutsche Rentenversicherung darstellt, ein absolut überlegenes ist, dass sich historisch gerade in dieser Umbruchzeit in den 90er Jahren, die hart genug waren für die ostdeutschen Bundesländer, sehr bewährt hat. Und in diesem Sinne glaube ich, macht es jetzt nicht so viel Sinn, wie Max Straubinger zu unken. Natürlich darf man die Risiken nicht vernachlässigen. Aber wir werden über die Arbeitsmarktstärkung weiterhin dafür sorgen, dass es in diesem Lande eine sichere Altersversorgung gibt. Und dazu gehört natürlich auch Zuwanderung. Auch das muss ich noch mal sehr klar machen. Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist nicht das Einzige. Es geht ja auch darum, dass man beispielsweise Geflüchteten eine berufliche Perspektive gibt. Und da möchte ich zum Abschluss der Rede nur mal das mahnende Beispiel Dänemark sagen. Die wollen das Renteneintrittsalter bis 2075 auf 75 Jahre erhöhen. Dänemark schottet sich nach außen ab. Die wollen gar keine Zuwanderung. Und das ist der Preis, den die Dänen dafür zahlen. Und wir werden dafür sorgen, dass es in Deutschland gerechter zugeht. Vielen Dank. Markus Kurt war auch mal rentenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Dementsprechend ist das hier also auch eines seiner Themen, wenn es um die Rentenanpassung von Ost-West geht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, verehrte Bürger. Die Regierung feiert sich selbst, denn sie hat eine gute Nachricht zu verkünden. Ab 1. Juli wird es, wir haben es gehört, wird die deutsche Einheit Ost und West auch rententechnisch vollzogen. Der aktuelle Rentenwert wird dann einheitlich 37,60 Euro betragen. Nach 30 Jahren darf man sagen, endlich. Das sage ich als Ostdeutsch und als rentenpolitische Sprecherin meiner Fraktion. Beschlossen wurde das Ganze allerdings schon 2017. Seitdem stieg der Wert jedes Jahr weitgehend unbeachtet um 0,7 Prozentpunkte bis zum avisierten Ende 2024. Nun sind wir also ein Jahr früher soweit. Ob es, um das zu verkünden, eine Aktuelle Stunde gebraucht hätte, ich weiß es nicht. Aber gut, seitdem die Ampel regiert, haben gute Nachrichten tatsächlich Seltenheitswert. Es sei ihnen gegönnt. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, so ergibt sich zumindest die Gelegenheit, sich das Ganze etwas näher anzuschauen. Und da stelle ich fest, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, es ist richtig, der Grund, der diese Beschleunigung überhaupt möglich gemacht hat, ist, das haben wir schon gehört, die derzeit anziehende Lohnentwicklung. Genauer gesagt, seit 2018 sind die Löhne nicht mehr so stark gestiegen wie im ersten Quartal dieses Jahres, nämlich um durchschnittlich 5,6% gegenüber dem Vorjahr. Dumm nur, dass im selben Zeitraum die Preise um 8,6% gestiegen sind. Das heißt, die Reallöhne sind im ersten Quartal 2023 um 2,3% gegenüber dem Vorjahres Zeitraum gesunken. Selbst wer das Glück hat, von Lohn- und Tariferhöhungen zu profitieren, dessen Kaufkraft und Einkommen wird durch die Inflation massiv reduziert. Und wer davon ausgeschlossen ist, dem bleibt nicht einmal das. Deshalb eine Politik, die nicht willens und in der Lage ist, eine Inflation in diesem Ausmaß zu bekämpfen, ist zutiefst unsozial. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Rentner, sondern alle Bürger. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu ungeheuerlich, dass sich die gesamte Bundesregierung eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro spendiert, steuerfrei natürlich, während die Rentner und Rentnerinnen leer ausgehen. Eine Regierung, die ja wohlgemerkt für die Inflation verantwortlich ist, wie instinktlos kann man sein? Die Renten steigen ab den 1.7. und das ist gut so. Aber zur Wahrheit gehört auch, erst steigt die Inflation, dann mit Verzögerung und längst nicht im selben Umfang steigen die Einkommen und erst dann steigen mit erneuter Verzögerung die Renten. Das, liebe Kollegen, führt zu einer systematischen und strukturellen Benachteiligung der Rentnerinnen und Rentner.
Derzeit leben 2,5 Millionen Menschen in unserem Land, die trotz 45 Jahre langer Arbeit keine Rente oberhalb der Grundsicherung erhalten. Ein Drittel der heute Vollzeitbeschäftigten wird später nicht mehr als 1.200 Euro Rente erhalten. Und selbst dafür wären 45 Arbeitsjahre nötig. Das ist die Theorie, denn viele werden diese 45 Jahre gar nicht erreichen. Zum Problem wird das Ganze, weil das Rentenniveau in Deutschland mit unter 50% ruinös niedrig ist, was angesichts der aktuellen Preissteigerung ins Desaster führt. Das alles ist bekannt und ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Untätigkeit in der überwiegend CDU-geführten Rentenpolitik. Eine Untätigkeit, die leider kongenial von dieser Regierung fortgesetzt wird, denn für mehr ist kein Geld da, weil wir ja die Welt retten müssen und das Klima. Hunderttausende Rentner und Rentnerinnen werden so durch irrwitzige Sanierungsvorschriften ihr Eigenheim verlieren, werden danach um ihr Lebenswerk geprellt. Auch so kann man die Altersvorsorge ruinieren. Das heißt, nicht alle Senioren sind arm, aber dank ihrer Politik werden zukünftig immer mehr arm sein. Es führt kein Weg daran vorbei. Wir brauchen eine drastische Anhebung des Rentenniveaus und eine bessere Wirtschaftspolitik. Nur dann sind Unternehmen auch in der Lage, die Löhne zu zahlen, die im Alter für eine gute Rente sorgen. Besonders im Osten ist da noch erheblicher Nachholbedarf. Und das nicht nur, weil bekanntlich die Hochwertung der Ostentgelte Ende 2024 ausläuft. Eine Kleinigkeit, die bei dem ganzen Jubel vergessen wird. Eine Kleinigkeit, die sich später auf die Rentenhöhe vieler Neurentner auswirken wird. Denn viele ostdeutsche Regionen erreichen eben immer noch nicht das Lohnniveau des Westdeutschen. Und deshalb möchte ich abschließend noch eins sagen. Es kann nicht sein, dass der Bund den Ländern und Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen eine weitere Milliarde zusichert und im Anschluss Bund-Länder-Programme zur Wirtschaftsförderung fast in gleicher Höhe zusammenstreicht. Allein das Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur soll um 300 Millionen gekürzt werden. Eine Katastrophe für viele mittelständische Unternehmen, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist keine verlässliche Wirtschaftspolitik. Aber nur mit einer starken und resilienten Wirtschaft können wir auch angemessene Renten zahlen. Davon sind wir im Moment leider weit entfernt. Danke. Ulrike Schielke-Ziesing war das für die AfD-Fraktion in dieser Aktuellen Stunde zur Rentneranpassung. Sie sieht eben noch deutlichen Handlungsbedarf. Anja Schulz spricht nun für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Rentenangleichung ist nicht nur eine Frage finanzieller Fairness, sondern auch ein weiterer Schritt zur Stärkung der Einheit und des Zusammenhalts in unserem Land. Heute wichtiger denn je. Seit der Wiedervereinigung vor mehr als 3 Jahrzehnten haben wir beträchtliche Fortschritte bei der Vereinigung von Ost und West erzielt. Wir haben viele Herausforderungen gemeistert, aber trotz aller Bemühungen blieb die Rentenangleichung eine bedeutsame Angelegenheit. Die Menschen im Osten Deutschlands haben nach der Wiedervereinigung große Anstrengungen unternommen, um ihre Region wirtschaftlich zu entwickeln und aufzuholen. Sie haben hart gearbeitet und zur Gesamtentwicklung unseres Landes beigetragen. Die vorzeitige Rentenangleichung ist also ein Erfolg, der nicht zuletzt mit der positiven Lohnentwicklung in Ostdeutschland zusammenhängt. Es ist an der Zeit, dass diese Leistungen auch in Form einer gleichen Rente anerkannt werden. Das schaffen wir jetzt sogar ein Jahr früher als geplant. Zur Anerkennung der Leistungen der Menschen in Ostdeutschland gehört es aber auch, die neuen Bundesländer nicht immer konsequent schlechter zu machen, als sie eigentlich sind. Ja, zur Wahrheit gehört, im Osten sind die Gehälter immer noch niedriger als im Westen, aber in den letzten 30 Jahren sind die Löhne im Osten doppelt so stark gestiegen. Ja, in den neuen Bundesländern sind mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, aber die Quote hat sich auch dort in den letzten 30 Jahren halbiert. Ja, die allermeisten der erfolgreichen Unternehmen sind in Westdeutschland angesiedelt, aber der Osten mausert sich. Internationale Konzerne wie Intel, Tesla und Co. haben es gemerkt, einige andere Parteien offenbar noch nicht. Und gerade jetzt, wo endlich die vollwertige Integration der Ostrenten in das deutsche Rentensystem erfolgt ist, gerade jetzt, wo die Renten nicht mehr unterscheidet, ob ich aus Celle oder aus Cottbus komme, gerade jetzt dürfen wir das Rentensystem nicht an die Wand fahren. Denn das nächste Problem mit einem enormen Spaltungspotenzial steht bereits mit einem Fuß auf der Türschwelle. Wir steuern darauf zu, unseren Kindern ein mit Beiträgen nicht zu finanzierendes Rentensystem zu übergeben. Das zusätzlich noch an allen und Ecken mit Steuergeld unterstützt werden muss, derzeit knapp 100 Milliarden. Das Geld fehlt für dringende Investitionen wie zum Beispiel die Bildung. Und während die Jungen gerade für ihre Großeltern die wohlverdiente Rente bezahlen, resignieren sie, wenn es um ihre eigene Rente geht. Das dürfen wir nicht zulassen. Junge Menschen müssen in der Rentenpolitik mitgedacht werden und dürfen nicht nur dafür bezahlen.
Dazu gehört es nicht nur, alte Fehler zu überdenken und Wahlgeschenke wie die Rente mit 63 zu hinterfragen, sondern auch Innovationen zuzulassen. Das Generationenkapital als zweites Standbein für unsere gesetzliche Rente ist so eine Innovation. Der Kapitalmarkt macht uns unabhängig vom demografischen Wandel und hält den Beitragssatz in Zukunft stabil. Noch besser wäre allerdings eine richtige Aktienrente nach schwedischem Vorbild. Das wäre ein neuer, richtiger, wichtiger Ansatz. Nicht ganz so innovativ, aber genauso wichtig ist bei der Rente ehrliche Kommunikation. Die Bürger müssen frühzeitig wissen, worauf sie sich im Alter einstellen können. Es bringt nichts, ihnen weiterhin die unantastbare Leistungsfähigkeit eines Systems zu versprechen, das sich heute schon nicht mehr selber trägt. Jedem muss klar sein, die gesetzliche Rente wird ein solider Grundstock bleiben, allerdings auch nicht mehr und nicht weniger. Ohne zusätzliche Vorsorge sieht es dunkel bis rabenschwarz aus, jedenfalls dann, wenn man seinen Lebensstandard im Alter behalten möchte. Weil die Arbeitgeber nicht bezahlen. Genau das sehen wir nämlich in Ostdeutschland. Auch vor der Angleichung waren die Renten, die gesetzlichen Renten in Ostdeutschland, deutlich höher als im Westen. Trotzdem ist das Gesamtalterseinkommen insgesamt niedriger. Warum? Es fehlt an privaten Renten, Wohneigentum und Vermögen. Und vor allem auch an Betriebsrenten. Auch wenn der Osten hier aufholt, bei den Bemühungen der Vorgängerregierung, die betriebliche Altersvorsorge zu verbreitern, wurden die neuen Bundesländer benachteiligt. Warum? Die Verbesserungen wurden an eine Sozialpartnerschaft geknüpft. Die Tarifbindung im Osten ist allerdings deutlich geringer, als sie im Westen ist. Und das müssen wir in Zukunft besser machen. Die Freien Demokraten sind deswegen offen dafür, bei der betrieblichen Altersvorsorge auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen für dieses Modell der betrieblichen Altersvorsorge mit aufzunehmen. Alle drei Säulen müssen bei der Altersvorsorge funktionieren, privat, gesetzlich und betrieblich. Und deswegen freue ich mich, wenn der, wie schon angekündigt, der Bundesminister dann das Rentenpaket 2 vorstellt und wir endlich das Generationenkapital starten können. Wir müssen ein Altersvorsorgesystem für alle schaffen, für die Menschen im Osten und im Westen, für Rentner und auch für diejenigen, die es irgendwann noch werden wollen. Matthias Birkwald hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Und Matthias Birkwald ist Sprecher für Alterssicherungspolitik seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Frau Staatssekretärin Griese, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle zur 111. Sitzung des Deutschen Bundestages in dieser Legislaturperiode. Ja, die Löhne im Osten sind schneller gestiegen als erwartet. Und die Frau Staatssekretärin hat über die Ostanpassung nur einen Satz verloren. Deswegen, ja, der Rentenwert Ost wird nun zum 1. Juli abgeschafft und es wird einen einheitlichen Rentenwert im Osten und im Westen Deutschlands geben. Das ist gut so, auch ist auch dem gesetzlichen Mindestlohn zu verdanken. Und den hatten wir Linken schon seit über 20 Jahren gefordert. Ja, wer im Osten lebt und schon in Rente ist, kann sich freuen. Ein allerletztes Mal werden die Renten im Osten stärker erhöht als im Westen. Und ja, die Bestandsrentner im Osten haben leicht höhere Renten als die im Westen, Männer und besonders die Frauen. Aber bei denen, die im Osten neu in Rente gehen, sieht das nach 20 Jahren mit Langzeiterwerbslosigkeit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Jobs im Niedriglohnsektor, unfreiwilliger Teilzeit und Minijobs leider völlig anders aus. Deren Renten sind deutlich niedriger als im Westen. Und noch immer liegen die Renten der Rentnerinnen und Rentner mit 35 und mehr Versicherungsjahren in Sachsen, sage und schreibe 214 Euro unter denen in Nordrhein-Westfalen. Brutto. Also 214 Euro weniger bei gleichen Versicherungszeiten. Und der Grund dafür ist klar. Die Löhne im Osten sind immer noch viel zu niedrig. Und selbst heute liegen sie immer noch durchschnittlich 17% unter denen im Westen. 17%! Sachsen, das Ostland mit den höchsten Bruttolöhnen, liegt mit durchschnittlich 3.187 Euro immer noch 130 Euro monatlich unter Schleswig-Holstein, dem Schlusslicht im Westen. Meine Damen und Herren, damit muss 33 Jahre nach der Wiedervereinigung nun endlich Schluss sein. Damit die Lohnunterschiede zwischen Ost und West
nicht voll in die Rente durchschlagen, werden und wurden bisher die Ostlöhne bei der Rentenberechnung auf das Westniveau umgerechnet. Das war gut und richtig so, auch wenn fälschlicherweise immer von diesem Unsinn Hochwertung oder Hochrechnung geredet wurde. Diese für die ostdeutschen Beschäftigten so wichtige Umrechnung der Löhne werden SPD, Grüne und FDP aber bis 2025 komplett abschaffen. Und dadurch werden Ostdeutsche zukünftig durchschnittlich 600 Euro Rente weniger im Jahr haben. Und das halte ich für völlig inakzeptabel, denn wir brauchen gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit und gleiche Rente für gleiche Lebensleistung in Ost und West. Das wäre sozial gerecht. Und genau darum fordern wir Linken, dass die sogenannte Umrechnung der Ostlöhne bei der Rentenberechnung bis 2030 fortgeführt wird. So geht Gerechtigkeit. Aber, meine Damen und Herren, insgesamt haben die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland derzeit überhaupt keinen Grund zum Feiern. Weder die Rentnerinnen und Rentner im Osten noch die im Westen. Das Rentenniveau liegt gerade einmal bei bescheidenen 48%. Und die durchschnittlich an alle 21,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlte Rente liegt nur bei äußerst bescheidenen 1152 Euro. Eine solche Rente sichert den Lebensstandard nicht. Im Gegenteil, sie reicht vorne nicht und hinten nicht. Und ohne weitere Alterseinkommen liegen Alleinstehende damit sogar fast 100 Euro unter der Armutsgrenze der Europäischen Union. Und das ist nun wirklich ein Skandal. Und dann haben wir noch immer eine Inflation von über 6%. Das merkt die Rentnerin insbesondere im Supermarkt. Brot ist noch fast 20% teurer als im Vorjahr. Gemüse ist um 17% teurer geworden und Milchprodukte um sage und schreibe 28%. Da bleibt von der Rentenerhöhung, Herr Minister, Frau Staatssekretärin, am 1. Juli real kein einziger Cent mehr im Geldbeutel übrig. Und die Krankenkassenbeiträge und der Pflegebeitrag steigen auch noch. Meine Damen und Herren, so darf es nicht weitergehen. Verehrter Herr Bundesminister Heil, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition, ich fordere Sie auf, greifen Sie endlich den wirklich Reichen und Superreichen in die Tasche und nicht den Rentnerinnen und Rentnern. Die brauchen wieder eine Rente, die zum Leben reicht. Und deshalb fordert die Linke erstens eine zusätzliche einmalige und außerordentliche Rentenerhöhung von 10% zum 1. Januar 2024. Dann hätten wir wieder ein lebensstandardsicherndes Rentenniveau von 53% und die Kaufkraft der Renten wäre langfristig gesichert. Das ist finanzierbar, kostet durchschnittlich Verdienende und ihre Chefs nur je 36 Euro mehr an Beitrag. Streichen Sie zweitens alle Kürzungsfaktoren aus der Rentenanpassungsformel und führen Sie drittens endlich eine echte einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente ein. 1200 Euro aktuell für Alleinstehende, denn niemand soll im Alter in Armut leben müssen. Herzlichen Dank. Matthias Birkwald verweist hier nochmal auf die Inflation. Auch im letzten Jahr ist genau das passiert, wie er es nun beschrieben hat. Dass es zwar eine Rekorderhöhung sogar gab der Rente, aber diese Erhöhung unterhalb der Inflationsrate lag. Rasha Nasser nun für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Mit der um ein Jahr vorgezogenen Angleichung des Rentenwerts zwischen Ost und West hat diese Bundesregierung etwas umgesetzt, was wir grundsätzlich alle wollen. Die Lebensverhältnisse in Ost und West endlich anzugleichen, damit wir endlich nicht mehr von Ost und West sprechen müssen, aber vor allem damit unser Wohnort und unsere familiäre Geschichte endlich nicht mehr darüber entscheiden, wie die Chancen in unserer Gesellschaft verteilt sind. Dieses Ziel wird grundsätzlich erstmal von allen geteilt, weil das Kernproblem so dermaßen gegen unser aller Gerechtigkeitsempfinden verstößt. Wenn Menschen ihr Leben lang hart arbeiten, aber im Alter in Armut geraten, weil unsere Gesellschaft ihre Lebensleistungen nicht anerkennt oder weil unser System nicht darauf ausgelegt ist, die unverschuldeten Umbrüche in ihrem Leben abzufangen, dann ist die Wut bei den Betroffenen zu Recht groß. Wenn die eigene Rente, die man sich hart erarbeitet hat, zu niedrig ist, weil der Staat, in dem man das teilweise getan hat, nicht mehr existiert, dann ist das schlicht unfair. Der Staat mag vielleicht nicht mehr existieren, aber die eigene Lebensleistung hat es doch trotzdem gegeben. Der Schweiß, die Tränen, der Wecker am frühen Morgen, die gesundheitlichen Schäden von Jahrzehnten harter Arbeit, die Zeit, die man nicht mit der Familie verbrachte, weil man gewissenhaft das tat, was getan werden musste, all das ist doch nicht weniger wahr, nur weil man es im falschen System getan hat. Alle erkennen dieses Kernproblem.
Aber in der Frage, wie wir damit umgehen, gibt es dann doch Unterschiede. Und ich möchte ganz eindeutig sagen, mit der Rentenangleichung ist das Problem noch nicht gelöst. Sie ist ein wichtiger Schritt, um der Ungleichbehandlung entgegenzutreten. Aber sie löst die Ungerechtigkeit nicht auf, die die eigentliche Quelle der Enttäuschung ist. Allen, die gerade dazu neigen, zu denken, mit dieser Rentenangleichung ist das Thema jetzt vom Tisch und den Rest können wir getrost ignorieren, möchte ich entschieden widersprechen. Diese Ungleichbehandlung, die noch immer an vielen Stellen besteht, wirkt sich nicht nur auf eine Generation aus, die die DDR noch aktiv miterlebt hat. Nein, diese Ungleichbehandlung besteht strukturell weiter. Sie betrifft beispielsweise auch die nachfolgende Generation, die im Zweifel jetzt auch finanziell für ihre Elterngeneration aufkommen muss, weil diese unverschuldet in Altersarmut gerät. Sie sorgt dafür, dass die Nachfolgegeneration häufiger nichts erben wird als Gleichaltrige aus dem Westen, weswegen die Chancen im Leben auch weiterhin ungleich verteilt bleiben. Die Unterschiede zwischen Ost und West verschwinden eben nicht mit der letzten Generation, die die DDR noch erlebt hat. Und dass all diese strukturellen Unterschiede auch 33 Jahre nach der Einheit noch bestehen, darf uns nicht kalt lassen. Wir dürfen nicht achselzuckend daneben stehen und einfach hinnehmen, dass es immer noch Ungerechtigkeiten gibt, die auf eine Zeit zurückgehen, die inzwischen so weit von uns entfernt ist. 33 Jahre. Lassen Sie mich kurz verdeutlichen, wie lange das eigentlich her ist. Wir reden von einer Zeit, in der es noch keine Champions League oder Premier League gab. Wir reden von einer Zeit, in der die Menschen nicht wussten, was eine Boyband, ein Tamagotchi oder ein iPhone ist. Wir reden von einer Zeit, in der in Südafrika Apartheid herrschte und in der Hongkong noch britisch war. So lange tragen wir dieses strukturelle Problem jetzt schon mit uns rum. Und dieses strukturelle Problem lässt sich eben nicht nur mit der Rentenangleichung lösen. Sie ist ein wichtiger Teil der Lösung, ja, denn wir brauchen Gerechtigkeit bei den Rentenwerten. Wir brauchen darüber hinaus aber auch gleiche Löhne für gleiche Arbeit in Ost und West mit einer Tarifbindung, die überall hoch ist. Wir brauchen eine gerechte Vermögensverteilung, die allen dieselben Startchancen ermöglicht, die für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft notwendig sind. Wir brauchen gleiche Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, von der Politik über die Wirtschaft hin zur Kultur, um diese Interessen mitzudenken und diese Erfahrungen als Quelle zu nutzen, die uns ja auch allen zugutekommen. Und um einem beliebten Vorwurf zuvorzukommen. Es geht mir hier nicht darum, Menschen gegeneinander auszuspielen. Auch die Paketbotin in Aachen oder der Friseur in Bremen wird Ihnen sagen, dass es unfair ist, im selben Land für die gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn oder später die gleiche Rente zu bekommen. Die Menschen in unserem Land haben ein sehr gutes Gespür dafür, was fair ist und was nicht. Und sie haben zu Recht wenig Verständnis dafür, wenn man Ungerechtigkeiten nicht beheben will. Wer das nicht erkennt, setzt unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aufs Spiel. Denn am Ende geht es doch um einen gemeinsamen Nenner, der all unsere Entscheidungen leiten sollte. Es geht um eine Gesellschaft des Respekts. Das ist das zugrunde liegende Ziel all unserer Anstrengungen als Ampel, ob beim Wohnen, in der Bildung oder bei der Arbeit, ob bei Mann und Frau, ob bei Menschen mit oder ohne Migrationsgeschichte, mit Uniabschluss oder Berufsausbildung oder eben aus Ost und West. Es geht darum, Lebensleistungen anzuerkennen und gerecht zu sein, statt Wunden zu hinterlassen. Und es geht auch darum, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, um das Morgen zu gestalten. Nicht verbittert oder wütend, sondern zuversichtlich und vor allem gemeinsam. Vielen Dank. Für die CDU-CSU hat Tiziana Schimke das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vielleicht um mal mit einem Missverständnis aufzuräumen. Wir reden hier heute nicht über eine Rentenanpassung in Ost und West, sondern wir reden über die Rentenwertangleichung in Ost und West. Und erzählen Sie bitte den ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgern nicht immer, dass sie die ganzen Jahre schlechter gestellt waren. Das stimmt nicht. Es gab den Hochwertungsfaktor, der die ostdeutschen Löhne nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung bis heute immer höher gewertet hat. Für 100 verdiente Euro im Osten hat man einen höheren Rentenanspruch erhalten, als wenn man diese 100 Euro in den alten Bundesländern verdient hätte. So, und zur Wahrheit gehört eben auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das, was wir heute hier glücklicherweise kommentieren, dass wir diese Rentenwertanpassung schon in diesem Jahr und eben nicht im nächsten Jahr haben, auf gleich in Ost und West, eben tatsächlich auch daran liegt, dass wir in den letzten Jahren eine deutliche Lohnerhöhung in der deutschen Wirtschaft hatten. Wir hatten natürlich die Corona-Prämien, wir hatten die hohen Tarifabschlüsse, aber wir haben natürlich auch den inflationsbedingten Lohndruck. All das spiegelt sich jetzt auch in dieser Regelung wider. Aber ich sage Ihnen auch eines, die Freude wird nicht von langer Dauer sein. Ich meine, wir stehen hier immerhin mitten in einer
einer Rezession. Die Wirtschaft weiß nicht mehr, wie sie künftig noch arbeiten soll, ob sie überhaupt noch in Deutschland arbeiten wird. Die gesetzliche Rentenversicherung braucht inzwischen einen staatlichen Zuschuss von 112 Milliarden Euro jährlich, und zwar Tendenz steigend. Auch die Nachhaltigkeitsrücklage, so wird prognostiziert, geht weiter nach unten. Das, was wir auf der hohen Kante haben, geht weiter zurück, weil wir so viele Rentnerinnen und Rentner in Deutschland haben. Und auch die Beitragssätze werden sicherlich irgendwann auch wieder steigen. So, und was haben Sie stattdessen getan? Okay, Sie haben die Erwerbsminderungsrente hier verbessert. Da haben wir auch zugestimmt. Alles gut, alles richtig. Aber Ihre Aktienrente haben Sie bis heute nicht geschafft. Die Schnappatmung bei den Grünen habe ich sehr wohl zur Kenntnis genommen. Ich freue mich auf die künftige Debatte, was das angeht. Sie schlagen die weitere Festsetzung der Haltelinien vor. All das ist eine ganz, ganz teure Geschichte hier in der deutschen Rentengesetzgebung. Und ich habe eine Bitte an Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Erzählen Sie doch bitte nicht immer den Leuten, dass es ausreicht, in die erste Säule zu investieren. Wenn ich vor den Schulklassen stehe, kein Mensch weiß von denen, was es bedeutet, in Aktien zu investieren, in Fonds zu investieren. Es sind ganz wenige von den jungen Menschen, die das wissen. Wir müssen etwas tun, damit wir den jungen Leuten in den Schulen mal erzählen, dass Rente in Deutschland nicht nur der Staat ist. Es sind auch die Betriebe und es ist auch die private Vorsorge. So, und was kann man da tun, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wir brauchen zunächst einmal die Generationengerechtigkeit im Grundgesetz, damit sie sich nicht ständig hier an dem bedienen, was die Leute auch ins soziale Sicherungsnetz einzahlen. Wir brauchen wieder Lust auf Arbeit in diesem Land. Wir brauchen wieder Lust auf Arbeit. Und das tue ich, das schaffe ich nicht, indem ich allen erzähle, eine 4-Tage-Woche reicht künftig aus. Wir müssen eine Mentalität schaffen, die dazu anregt, wieder mehr zu leisten, mehr zu arbeiten und auch Freude daran zu haben. Und wenn Sie alles immer schlecht reden, dann werden Sie diese Mentalität in diesem Land nicht schaffen. Wir brauchen die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Ringen Sie sich doch bitte endlich mal durch und machen Sie eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Was soll denn das? Gerade heute steht vor dem Deutschen Bundestag ein großer Bus der Veranstaltungswirtschaft. Das sind ganz, ganz viele kleinteilige Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns sagen, Leute, ändert doch bitte mal was daran. Wir kommen im Veranstaltungswesen nicht weiter mit diesen massiven bürokratischen Regelungen, die es hier in Deutschland gibt. Tun Sie was bei der... Ich weiß, Sie wollen die Menschen immer vor allem schützen. Alles gut, können Sie auch machen, aber trauen Sie den Leuten auch mal was zu. Glauben Sie mir, die Leute sind mündig, die wissen sehr gut, was gut und richtig ist in diesem Rechtsstaat und können das am Ende auch durchsetzen. Betriebliche Altersvorsorge, wir müssen an die Beitragsgarantien ran. Wir müssen dafür sorgen, dass betriebliche Altersvorsorge sich auch lohnt, dass es sich lohnt, darin zu investieren. Und zwar nicht nur im Rahmen einer Sozialpartnerschaft, sondern für alle Unternehmen in diesem Land. Und dass das funktioniert, sehen wir bereits bei dem Sozialpartnermodell, wo es nämlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt keine Ängste gibt, bei den Beitragsgarantien ein Stück weit zurückzugehen, eine Garantiefreiheit zu haben. Also auch hier, Ihre Ängste sind absolut unbegründet. Was ist eigentlich mit Riester? Riester ist gut gelaufen. Riester ist eine erfolgreiche Vorsorgeform. Sie wollen das beerdigen. Wir wollen es flexibilisieren, erleichtern, fördern, entbürokratisieren. Was machen Sie eigentlich mit dem Eigentum in unserem Land? Das gehört auch dazu. Zur Vorsorge, zur Altersvorsorge, zur Frage, wie lebe ich im Alter, zählt auch die Frage, bin ich weiter abhängig von meinem Vermieter oder möchte ich vielleicht unabhängig sein? Möchte ich vielleicht mein Haus abgezahlt haben? Aber was tun Sie, meine Damen und Herren? Sie schaffen nicht nur weitreichende Verunsicherung, sondern Sie sorgen auch dafür, dass Eigentum nicht nur entwertet wird, sondern dass es praktisch nicht mehr möglich ist, sich sein eigenes Haus zu bauen und darin zu leben. Und wir arbeiten daran, dass sich das ändert. Vielen Dank. Jana Schimpke war das und hat hier doch für viel Widerspruch in der SPD gesorgt. Nächste Redner nun Wolfgang Strengmann-Kuhn, Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales für Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Abgeordnete, ich komme mal wieder zurück zum Thema nach dieser etwas ablenkenden Rede aus der CDU-Fraktion, wo sich mancher CDU-Sozialpolitiker Norbert Blüm und andere wahrscheinlich im Grab umdrehen würden. Aber zurück zum Thema Ost-West-Rentenanpassung. Vielen Menschen da draußen ist wahrscheinlich gar nicht klar, dass wir immer noch ein ostdeutsches Rentenrecht und ein westdeutsches Rentenrecht haben. 33 Jahre nach der Wiedervereinigung, das ist eigentlich ziemlich absurd. Wir hätten eigentlich schon längst dazu kommen müssen, ein einheitliches Rentenrecht zu schaffen. Auf dem Weg sind wir. Zum 01.01.2025 soll das der Fall sein. Basis dafür war ein Gesetz der Großen Koalition. Wir Grüne haben schon vor 10 Jahren
vor über 10 Jahren schon vorgeschlagen, dass das viel schneller gehen könnte. Das hätte man machen können. Aber immerhin, wir sind jetzt soweit. Und bei einer zentralen Größe, dem aktuellen Rentenwert, sind wir tatsächlich 1 Jahr früher als geplant. Und das ist wirklich eine sehr gute Nachricht. Und das hat natürlich mit der Lohnentwicklung zu tun, die abhängig ist von der ökonomischen Entwicklung, aber auch von politischen Maßnahmen. Wir haben den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht. Und das hat im Osten natürlich eine sehr viel stärkere Wirkung als im Westen gehabt und hat damit auch dazu beigetragen, dass wir jetzt auch bei der Rente schneller bei einer Angleichung sind. Und deswegen, auch deswegen war die Erhöhung auf 12 Euro Mindestlohn eine sehr gute Geschichte. Und dabei kann es natürlich nicht bleiben, weil der Kollege Birkwald hat es schon angesprochen. Wir haben die Lohnunterschiede zwischen Ost und West. Und deswegen geht es nicht nur um Mindestlohn, sondern es geht auch darum, die Tarifbindung zu stärken. Da wird es ja in diesem Jahr auch hoffentlich noch ein Gesetz geben, ein Tariftreuegesetz. Wir müssen die prekäre Beschäftigung eindämmen. Es muss insgesamt darum gehen, den Niedriglohnsektor im Osten zu verringern. Und das ist der Grund, warum die Lohnunterschiede so groß sind. Nicht, dass irgendwie allgemein bei jeder Beschäftigung der Lohn niedriger ist. Und deswegen haben wir vor über 10 Jahren ja auch schon die Abschaffung des Umwertungsfaktors beantragt, weil wir eben gesagt haben, bei gleichem Einkommen sollte es auch den gleichen Rentenanspruch geben. Und ich stelle fest, die Linke will die Trennung zwischen Ost und West bei der Rente sogar noch bis 2030 beibehalten. Das halten wir für falsch. Also wir sind bei Ost-West-Rentenangleichung jetzt leider noch nicht am Ziel, sondern erst am 1.2025. Dann fallen die letzten beiden Punkte, der Umwertungsfaktor und die Beitragsbemessungsgrenze. Und dann ist auch tatsächlich bei der Rente die Einheit vollendet, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, aber immerhin. In der Debatte ging es jetzt aber ja auch nicht nur um die Ost-West-Rentenangleichung, sondern auch um grundsätzliche Fragen der Tragfähigkeit der Alterssicherung. Und mein Kollege Markus Kurt hat schon deutlich gemacht, wie wichtig die umlagefinanzierte Rente ist als stabile Basis des Rentensystems. Ich habe ja eben schon auf Norbert Blüm verwiesen. Und das hat sich in den ganzen Krisenzeiten sowohl bei der Wiedervereinigung gezeigt, wie stark die umlagefinanzierte Rente ist, in der Finanzkrise, in allen anderen Krisen. Und deswegen wollen wir Grüne diese Umlagefinanzierung noch deutlich stärken. Das Prinzip Bürgerversicherung muss und soll es auch im Bereich Rente geben. Und auch da geht diese Koalition immerhin einen Schritt mit der Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Die Staatssekretärin hat angekündigt, auch da wird es wahrscheinlich in diesem Jahr noch einen Gesetzentwurf der Bundesregierung geben. Das freut uns sehr. Das ist ein wichtiger Schritt wieder in Richtung Bürgerversicherung, ein zentraler Schritt. Dann haben wir aber immer noch das Thema Altersarmut. Auch das ist schon angeschnitten worden von anderen. Grundrente war eigentlich mal eine sehr gute Idee der SPD. Da gab es die Idee von Hubertus Heil, dass die Grundrente eine sein sollte, die ohne Bedürftigkeitsprüfung stattfindet, weil die Menschen lange in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Damit haben sie eine Idee unserer Garantierente übernommen. Allerdings in dieser großen Koalition, was dann rausgekommen ist, war dann ein unglaublich bürokratisches Ding. Deswegen hat es ja so lange gedauert, bis die Grundrente jetzt an alle ausgezahlt wurde. Ein bisschen schneller, weil die Rentenversicherung da wirklich gut gearbeitet hat. Aber diese Einkommens- und Vermögensprüfung, die die Union da reinverhandelt hat, die hat diese schöne Grundidee eigentlich halb kaputt gemacht. Und deswegen haben wir in den Koalitionsvertrag ja auch reingeschrieben, das wollen wir uns noch mal angucken. Und an der Stelle muss die Grundrente auch unbedingt noch mal weiterentwickelt werden. Und Herr Kollege, Sie sind am Ende Ihrer Redezeit. Schade, jetzt wollte ich noch zur Kapitaldeckung eingehen, aber die Debatte werden wir noch führen. Bei anderer Gelegenheit wäre für uns auch ein wichtiger Baustein als Bürgerfonds, aber nicht als Generationenkapital innerhalb der Rentenversicherung, weil es die Umlagefinanzierung schwächt. Aber die Debatte werden wir führen. Wir sind die Fortschrittskoalition und das bleiben wir. Vielen Dank. Es ist in dieser Debatte für Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt gar nicht so einfach, zwischendrin rein zu grätschen, wenn die Abgeordneten am Ende ihrer Redezeit sind. In einer Aktuellen Stunde hat jeder 5 Minuten, nicht mehr. Manche reizen das sehr
aus. Jens Teutrine nun für die FDP-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde mehrmals in der Debatte gesagt, zum 1. Juli ist es soweit. Wir erleben nicht nur eine Rentenerhöhung, sondern wir schaffen es auch, dass endlich der Rentenwert von Ost und West angepasst wird. Das ist eine super Nachricht für viele Menschen in diesem Land. Aber ich glaube, zur Wahrheit gehört auch dazu, und Politik sollte sich ehrlich machen, dass ist jetzt nicht nur ein Akt von Politik. Das hat nicht die Politik jetzt den Menschen geschenkt. Die Rente ist nämlich keine Sozialleistung, sondern sie spiegelt die Lebensleistung von Menschen wieder. Das haben die Menschen sich selbst erarbeitet, dass die Rentenanpassung kommt. Das hat nicht nur Politik gemacht. Das gehört zur Wahrheit dazu, wenn der ein oder andere sich das auf die Fahne schreibt. Und was auch bemerkenswert ist, ist, dass die Rente zum zweiten Mal sehr stark erhöht wird. So hoch beim letzten Mal wie 1983 nicht, wurde im letzten Jahr die Rente erhöht. 1983, das war das Jahr, als Norbert Blüm Arbeits- und Sozialminister in Deutschland wurde. Und erneut erleben wir eine Rentenerhöhung so hoch wie in den letzten Jahrzehnten nicht. Und wir gönnen das jedem Menschen in diesem Land, und jeder Euro ist wichtig. Und die Inflation wurde ja gerade angesprochen. Der ein oder andere fordert, die AfD, die Rente quasi an die Inflation zu koppeln. Sie haben in einem anderen Antrag gefordert, den Mindestlohn ebenfalls an die Inflation zu koppeln. Was wäre das Ergebnis? Das Ergebnis wäre eine Lohnpreisspirale am Ende. Sie würden immer das Einkommen an die Inflation koppeln. Die Menschen würden mehr ausgeben und die Preise steigen weiter, und das wäre das Ergebnis. Und deswegen ist es richtig, dass die Löhne und die Renten gekoppelt sind. Und deswegen wird es auch im nächsten Jahr wieder zu einer Rentenerhöhung kommen, weil wir sehen das ja bei den Tarifabschlüssen, was da momentan beschlossen wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, und da habe ich eine andere Einschätzung als die meisten Redner hier, dass das umlagefinanzierte System an der einen oder anderen Stelle sehr schön geredet wurde. Weil wenn wir nämlich mal genau drauf gucken, dann haben wir ein Problem. Nämlich das Problem, dass 1960 6 Beitragszahler einen Rentner finanziert haben. Jetzt sind es 2 Beitragszahler, die einen Rentner finanzieren. Und das zeigt, der demografische Wandel, der schlägt im Rentensystem zu. Und der kommt nicht von irgendwoher. Und wenn gesagt wird, das umlagefinanzierte System, das ist ja so stabil und Sie haben sich geirrt in Ihrer Prognose, dann hilft ein Blick im Bundeshaushalt. Im Bundeshaushalt haben wir einen Steuerzuschuss von 112 Milliarden Euro ins Rentensystem. Um das mal für den einen oder anderen verständlich zu machen, der Etat für Bildung und Forschung sind 25 Milliarden Euro. Ich gönne jedem seine Lebensleistung, ich gönne jeden Euro Rentenerhöhung. Aber die Frage ist, ist das System nicht vielleicht aufgrund des demografischen Wandels aus der Zeit gefallen? Ist es richtig, dass wir allein auf die Umlagefinanzierung setzen? Und ich konnte viele Argumente unterstreichen, Frau Schimke, private Vorsorge, betriebliche Vorsorge, Eigentumsbildung stärken. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich miteinander. Das Problem ist nicht in den letzten 12 Jahren entstanden, dass es den demografischen Wandel gibt. Das Problem ist seit Jahrzehnten entstanden. Und die Punkte, die Sie angesprochen sind, schlechte Eigentumsquote im europäischen Vergleich, ist auch nicht seit dieser Periode entstanden, sondern war schon auch in Ihrer Amtszeit da. Und deswegen ist es wichtig, dass die Ampel anfängt, den Einstieg in mehr Kapitaldeckung. Wir starten mit dem Generationskapital, dass wir sagen, nur das umlagefinanzierte System ist nicht zukunftsfähig. Und wir als Freie Demokraten streiten auch weiter, dass wir die Aktienrente nach schwedischem Vorbild installieren. Und wir haben einige wichtige Fragen auch umgesetzt, beispielsweise die Einführung des Nachholfaktors, damit die Stabilität wichtig ist. Und der ein oder andere, der jetzt dazwischen brüllt und sagt, lieber Herr Birkwald, ich irre mich. Sie haben in Ihrem Redebeitrag gesagt, und Frau Rascher hat das ausgesprochen, da haben Sie auch geklatscht, die Menschen haben ein sehr gutes Gerechtigkeitsempfinden in dem Land. Und da stimmen Sie zu. Und ich stimme vielen Punkten vom Gerechtigkeitsempfinden in der Analyse auch zu, was wir in Ostdeutschland sehen. Aber dann gucken wir doch mal in eine repräsentative Umfrage von INSA. Da wurden unter 40-Jährige befragt, ob die glauben, dass sie selbst noch mal etwas aus der Rente erhalten würden. Und es haben 53% der unter 40-Jährigen gesagt, ich glaube selbst nicht,
dass ich jemals einen einzigen Cent aus der Rente bekomme. Und jetzt können Sie sagen, diese Menschen sind dumm und deswegen ist ihr Gerechtigkeitsempfinden falsch und deswegen brauchen wir Aufklärung, oder Sie nehmen zur Kenntnis, dass der ein oder andere junge Mensch Ihre Einschätzung vom umlagenfinanzierten System nicht teilt. Herr Kollege? Deswegen ist es wichtig, dass wir an der Regierung sind, dass wir die Ampel auch am Kurs halten und einsteigen mit der Kapitalsektoren, damit das Rentensystem zwei Sachen macht: Respekt vor Lebensleistung und Stabilität und Generationengerechtigkeit. Vielen Dank. Wir müssen uns sonst überlegen, wie wir das bei Aktuellen Stunden machen, dass wir auch den nächsten Rednern was abziehen. Wenn das so weitergeht, wir werden dann streng sein müssen. Katrin Michel hat das Wort für die SPD-Fraktion. Ja, wenn ihr nur einen Redner habt, dann werden wir es übertragen. Auch das kriegen wir schon hin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, Czeszczeny, Kninje, Akneja. Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag der Ost-West-Rentenangleichung zum 1. Juli 2023 zugestimmt. Das ist eine sehr gute Nachricht und wichtig für die Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland. Davon profitieren allein in Sachsen knapp 1,6 Millionen Menschen. Und genau diese Menschen haben Respekt für ihre Lebensleistung verdient. Die Union macht fleißig Vorschläge, die am Ende völlig an der Realität vorbeigehen oder nichts anderes bedeuten als eine Rentenkürzung. Aktuelles Beispiel: Wir hören, die CDU in persona Jens Spahn will die Rente mit 63 abschaffen. Aha. Dazu muss man wissen, dass die sogenannte Rente mit 63, also der abschlagsfreie Bezug einer Regelaltersrente mit Erreichen des 63. Lebensjahres, nur für Personen zur Verfügung steht, die 45 Jahre, ich betone, 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben und vor dem Jahr 1953 geboren wurden. Völlig vorbei. Damit will die CDU Millionen Menschen mit Abschlägen und gekürzten Renten in den Ruhestand entlassen, obwohl sie 45 Jahre lang gearbeitet haben. Viele Berufsgruppen wie Beschäftigte in der Pflege, in den Kitas können aber schlecht gar nicht bis 67 Jahre arbeiten. Das, meine Damen und Herren, ist eine Respektlosigkeit gegenüber den LeistungsträgerInnen unserer Gesellschaft. Die Rentenkassen während ihres 45-jährigen Erwerbslebens mit ihren Beiträgen mehr als gut gefüllt haben. Knapp 33 Jahre nach der Wiedervereinigung ist der Rentenwert nun endlich in Ost und West gleich. Gerade jetzt, da die Inflation stark zu spüren ist und vor allem auch Lebensmittel deutlich teurer geworden sind, ist die Rentenanpassung wichtig. Auch wenn sie wohl nicht für jede oder jeden das Minus in der Haushaltskasse ausgleicht, sorgt sie dennoch für eine deutliche Abmilderung. Und es ist mehr als ein Symbol, dass wir es geschafft haben, die Ost-West-Rentenangleichung ein Jahr früher zu erreichen als ursprünglich geplant. Das ist ein großer Schritt für mehr Gerechtigkeit und Anerkennung der Lebensleistungen der Menschen, speziell im Osten. Und es war eine gute Entscheidung, die Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung zu koppeln. Steigen die Löhne, steigen auch die Renten. Und an der Stelle sagen wir als SPD: dranbleiben. Dranbleiben, um nach der Rentenlücke endlich auch die Lohnlücke zwischen Ost und West zu schließen. Noch immer verdienen die Menschen in Ostdeutschland pro Monat im Durchschnitt fast 700 Euro weniger brutto als im Westen. Das ist ungerecht und das gehört endlich weg. Gute Löhne und eine hohe Tarifbindung sind der Garant für Respekt am Arbeitsmarkt, eine nachhaltige Fachkräftesicherung und der beste Schutz vor Altersarmut. Im vergangenen Jahr haben wir als Ampelkoalition bereits eine erste Rentenreform beschlossen, die unter anderem Menschen mit Erwerbsminderung besser stellt. In Kürze wird unser Bundessozialminister Hubertus Heil zudem einen Entwurf vorlegen, wie sich die gesetzliche Rente und damit das Rentenniveau langfristig stabilisiert werden kann. Eins ist klar: Die SPD steht für eine Rente, von der man im Alter leben kann. Eine Rente, die gerecht ist und die die Lebensleistung respektiert. Und genau deshalb lehnt die SPD unsoziale Rentenexperimente, wie sie von der Union vorgeschlagen wurden, rigoros ab. Die Menschen
müssen sich darauf verlassen können, dass die Rente auch in Zukunft ihr Leben im Alter absichert. Das ist eine Frage des Respekts für alle Menschen in unserem Land. Herzlichen Dank und Glück auf. Und damit kommen wir zur vorletzten Rednerin in dieser Aktuellen Stunde zur Rentenanpassung. Das ist nun Ottilie Klein für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Berliner Bundestagsabgeordnete, durch deren Wahlkreis einst die menschenverachtende Mauer verlief, freut es mich ganz besonders, dass die Angleichung der Renten zwischen Ost und West nun erreicht wird. Dass dies über die Jahre schrittweise erfolgen konnte, ist auch das Resultat der guten Arbeits- und Wirtschaftspolitik der vergangenen unionsgeführten Regierungen, aber auch und vor allem der Leistungen der Bürgerinnen und Bürger. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass dieser langjährige Prozess nun zu einem guten Ende kommt. Die Angleichung ist ein wichtiger Schritt zum weiteren Zusammenwachsen unseres Landes. Darauf können wir gemeinsam stolz sein. Meine Damen und Herren, für eine tragfähige und zukunftssichere Rentenpolitik braucht es aber deutlich mehr. Immer weniger junge Menschen stehen immer mehr Rentnern gegenüber. Und diese Entwicklung wird unser umlagefinanziertes Rentensystem vor eine enorme Belastungsprobe stellen. Auch in Zukunft müssen langjährige Beitragszahler auf die gesetzliche Rente bauen können. Die Lebensleistung muss sich auch in der Rente widerspiegeln. Neben einer breiteren Vermögensbildung, die Kollegin Schimke hat das schon ausgeführt, müssen dafür auch alle drei Säulen der Rente gestärkt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten ja eigentlich erwartet, dass in diesen Tagen über das groß angekündigte Rentenpaket zu debattieren ist. Im Sommer sollte ja hier doch eigentlich ein vom Kabinett beschlossenes Konzept vorliegen. Jetzt ist Ende Juni und ich frage mich, wo bleibt denn nun Ihr tragfähiges Rentenkonzept? Wo sind Ihre Vorschläge, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen können? Wie soll die Rente nach 2030 aussehen? Und weil ich jetzt hier schon wieder vernommen habe, wo sind denn Ihre Vorschläge, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, da muss ich sagen, regieren heißt, Verantwortung zu tragen. Und weil es hier in der Ampel offensichtlich Missverständnisse gibt, regieren heißt nicht, sich an der Opposition abzuarbeiten und von der eigenen Untätigkeit abzulenken. Zur Erinnerung auch noch mal, während unserer Regierungszeit haben wir als Union starke Impulse gesetzt und die gesetzliche Rentenversicherung auf Jahre hin stabilisiert. Wir haben eine Rentenkommission eingerichtet und eine ganze Reihe von gesetzlichen Maßnahmen zur Abmilderung von Altersarmut eingeführt. Dazu gehören zum Beispiel auch die Grundrente, Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente und auch übrigens der wichtige Härtefallfonds für Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer und Ostrentner, der auf eine Einigung aus der letzten Wahlperiode zurückgeht. Wir haben es sogar eingestellt in die Finanzplanung. Diese Wahlperiode, und da befinden wir uns gerade, wir haben es ja gerade schon vom Kollegen Birkwald gehört, es ist die 111. Sitzung in dieser Wahlperiode. Ja, die Wahlperiode ist nun zur Hälfte rum. Und bislang ist die Ampel in der Rentenpolitik vor allem mit Zwist über die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Aktienrente aufgefallen. Das konnten wir heute auch wieder hier schön beobachten, wie da die Positionen nicht zusammenkommen. Und anders als die Staatssekretärin es vorgegeben hat, gibt es da überhaupt noch keine Lösung. Dabei könnte eine kluge kapitalgedeckte Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung eine entlastende Option sein. Viel wäre jedenfalls erreicht, wenn die Ampelfraktion zur Abwechslung mal nicht ihre Energie mit Streitereien verheizen, sondern sie in echte Zukunftsfragen wie die Sicherung unserer Altersvorsorge stecken würde. Wir brauchen zum Beispiel dringend eine Diskussion darüber, wie wir bessere Bildungschancen für junge Menschen schaffen. Noch immer verlassen viel zu viele junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Gute Jobs sind aber Voraussetzung für eine gute Absicherung im Alter und gut ausgebildete Arbeitskräfte ein Stabilitätsfaktor für die Rentenkassen.
Hierzu gehören auch nachhaltige Lösungen für den Fachkräftemangel, wir haben es gehört, und die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Neue Bürokratiemonster aber und hübsche Bilder von Auslandsreisen bringen unsere Wirtschaft hier nicht weiter. Vielmehr sollte es für die Bundesregierung Priorität haben, ganz konkret die Probleme an der Wurzel zu packen, den Antragsstau in den Ausländerbehörden und Visastellen aufzubrechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Vor 76 Jahren wurde unser heutiges Rentensystem eingeführt und seitdem immer wieder reformiert und ergänzt. Und um das auch noch mal deutlich zu machen, es liegt nun an der Ampel, die Altersvorsorge an die Gegebenheiten der Zeit anzupassen. Zu dieser Debatte sind wir als Union bereit. Vielen Dank. Ottilie Klein zeigt hier Redebereitschaft. Aus der Union gab es ja neulich auch schon einen Vorstoß, ob eben die Rente mit 63, also etwas früher, abgeschafft werden soll. Nun kommen wir erstmal zum letzten Redner bzw. zur letzten Rednerin in dieser Debatte, Tanja Machalet für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Klein, Frau Schimpke, wenn man Ihnen zuhört, muss ich sagen, ich bin echt froh, dass ich nicht mit Ihnen regieren muss. Ich will noch mal zum Schluss der Debatte festhalten, vieles ist natürlich gesagt, aber durch Wiederholung lernt man natürlich auch. Die Angleichung des Rentenwertes, so wie wir sie jetzt auf dem Tisch haben, die ist richtig und wichtig für die weitere Einheit des Landes, ein ganz zentrales, wichtiges Element. Aber was aus meiner Perspektive für die Zukunft noch wichtiger ist, ist, dass wir wirklich dazu kommen, dass wir gleiche und gute Löhne in Ost- und in Westdeutschland haben. Und es gibt aus dem letzten Jahr eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, die darstellen, dass es sogar zu einem Anstieg der Lohnungleichheit zwischen Ost und West gekommen ist. Und dieser Unterschied beträgt bei Vollzeit teilweise bis zu 1.000 Euro. Ich finde das sehr besorgniserregend, weil dadurch zum einen natürlich wieder die Kluft zwischen Ost und West auseinandergeht. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das, was ja unser Kernthema auch heute ist, niedrigere Löhne im Osten eben auch zu niedrigeren Renten führen. Und ich glaube, das ist das, wo wir massiv uns noch mal mit auseinandersetzen müssen. Und es ist natürlich völlig klar, dass das, was damit zu tun hat, dass es im Osten eine deutlich geringere Tarifbindung gibt. Ja? Und das hat zum einen natürlich auch was mit guten Löhnen zu tun, das hat aber zum anderen auch was mit dem anderen Thema zu tun, wenn es um Rente geht. Da, wo wir eine niedrige Tarifbindung haben, haben wir auch eine deutlich niedrigere Verbreitung von betrieblicher Altersvorsorge. Das gehört auch zusammen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir die Tarifbindung stärken. In Ostdeutschland, aber natürlich auch in Westdeutschland. Deswegen haben wir uns auch im Koalitionsvertrag einiges dazu vorgenommen. Insbesondere natürlich auch das Thema Bundestariftreuegesetz, das wir auf den Weg bringen, weil es unser erklärtes Ziel ist, die Sozialpartnerschaft zu stärken und dadurch natürlich die Lohnentwicklung und dadurch natürlich auch das Rentensystem zu stabilisieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch noch mal was zur aktuellen rentenpolitischen Diskussion der letzten Wochen sagen. Da gab es ja so einige Dinge, die da um Pfingsten rum auch in der Bild-Zeitung standen. Und wenn man sich das anschaut, das ist ja vorhin auch schon thematisiert worden, der Kollege Kurt, der vor einigen Jahren hier noch schlechte Prognosen über die Entwicklung des Rentensystems, also über die Entwicklung der Rente abgegeben hat. Lieber Herr Kurt, lieber Markus, also ich glaube, man kann sagen, insgesamt Totgesagte leben länger. Also wenn wir uns die aktuelle Entwicklung in der Rentenversicherung angucken, die Stabilität, mit der wir hier umgehen, also ich kann darauf hinweisen, wir hatten es im April zum Beispiel eine Mindestrücklage von 1,57 Monatsausgaben, das waren knapp 42 Milliarden Euro. Das zeigt, wie stabil und gut unser Rentenversicherungssystem funktioniert. Und nochmal für alle, entscheidend für die zukünftige Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung ist, dass wir einen stabilen Arbeitsmarkt haben und dass wir das, was wir derzeit an Fachkräftebedarf sehen, dass wir den gedeckt bekommen. Und
Lassen Sie mich noch mal kurz auch was zu den einzelnen Vorschlägen sagen, die die CDU da ja, wie gesagt, um Pfingsten rum irgendwie mal so dazwischen geworfen hat. Auf der einen Seite Herr Lindemann, der die Rente mit 72 fordert. Dann kommt der Herr Spahn, bekanntermaßen Rentenexperte, zur Abschaffung der Rente mit 63, die es im Übrigen gar nicht mehr gibt. Vielleicht hat er sich da vorher mal informieren sollen. Wir sind nämlich schon bei über 64. Oder ein komischer oder fast noch abstruserer Vorschlag, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Ja, können wir gerne machen, weil wir nämlich derzeit sehen, dass die Lebenserwartung gar nicht mehr so stark steigt. Also, das alles zeigt für mich eins, und das habe ich eben auch dazwischen gerufen, und das betone ich ja auch immer wieder, die Union hat immer noch kein schlüssiges Konzept, wie sie, und kein einheitliches Konzept. Da gibt es immer andere Stimmen, die irgendwie sich äußern, aber es gibt keine gemeinsame Stimme. Wir sagen ganz klar, darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt. Es wird keine Anhebung des Renteneintrittsalters geben, weil das eben eine Rentenkürzung für ganz viele wäre. Wir setzen darauf, erstmal die Menschen im Erwerbsleben zu halten, dass sie das Renteneintrittsalter gesund erreichen können. Dazu werden wir noch einiges an Vorschlägen vorlegen im nächsten Jahr und natürlich auch im Herbst das Rentenpaket 2. Da bin ich dann gespannt. Für uns ist jedenfalls klar, wir machen Rentenpolitik für Gesamtdeutschland, für heute und für die Zukunft. Das haben die Menschen verdient im Land. Vielen Dank. Tanja Machalet war das, hat hier zum Schluss auch noch mal die Debatte um das Renteneintrittsalter aufgegriffen, das hier durch Vorschläge aus der Unionsfraktion eben gestartet ist. Und damit endet die Aktuelle Stunde. Und wir schauen auf den nächsten Tagesordnungspunkt, den wir hier bei Phoenix auch schon im Programm hatten. Denn es geht um den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses. Und da haben wir Ihnen ja auch schon Ausschnitte aus der Pressekonferenz mit Martina Stamm-Fiebig gezeigt. Sie ist die Vorsitzende des Petitionsausschusses und wird hier auch gleich die Debatte eröffnen. An den Petitionsausschuss kann sich ja jeder und jede wenden. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist keine Voraussetzung dafür. Und wenn man eine Beschwerde oder eben ein Anliegen hat, dann kann man diesem Ausschuss schreiben. Es braucht auch nicht eine Mindestanzahl an Unterstützerinnen und Unterstützer. Jede Petition, die eingeht, wird vom Petitionsausschuss bearbeitet. Und das waren im vergangenen Jahr 13.242. Bevor ich zum Jahresbericht komme, möchte ich zuerst zwei Punkte ansprechen, die es verdienen, ganz zu Beginn erwähnt zu werden. Als erstes möchte ich mich beim Ausschussdienst bedanken. Dankeschön. Wir haben letztes Jahr 13.242 Petitionen erhalten. All diese Petitionen muss der Ausschussdienst entgegennehmen, auf die Verfahrensgrundsätze prüfen und mit den Petentinnen und Petenten kommunizieren. Für den Großteil muss eine Stellungnahme des Ministeriums eingeholt werden, die Petition an die Berichterstatter geschickt, auf die Tagesordnung gesetzt und wieder mit den Petentinnen und Petenten kommuniziert werden. Und das viele tausend Mal. Und das ist der einfache Weg, die unkomplizierte Variante. Deswegen möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdienstes meinen besonderen Dank aussprechen. Und ich glaube, ich kann das für den ganzen Ausschuss tun. Wir sehen und schätzen Ihre Arbeit, die Sie für uns tun. Als zweites möchte ich an unseren lieben Kollegen Gerdus Stojohann erinnern. Vor einem Jahr stand ich genau hier, ihm schnelle Genesung gewünscht und wohl den ganzen Ausschuss, für den ich gesprochen habe, wenn ich gesagt habe, dass er vermisst wird. Am 29. Januar diesen Jahres ist Gerdus Stojohann gestorben. Ich und viele aus dem Ausschuss haben sehr vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet. Und bis heute erinnere ich mich häufig daran, wie wir die Dinge zusammen gelöst haben. Und deswegen wiederhole ich mich heute, denn es gilt weiterhin, er wird vermisst. Und nun zum eigentlichen Anlass unserer heutigen Debatte.
Das Jahr 2022 war geprägt durch außenpolitische Ereignisse und ihre Auswirkungen. Der brutale, völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine, die Proteste im Iran und die stark umstrittenen Sportereignisse in China und Katar. Auch die Bedrohung durch Covid-19 spielte weiterhin eine Rolle. Die Debatten um Energiesicherheit, steigende Energie- und Lebensmittelpreise sowie die Inflation generell bereiteten vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen. Diese Sorgen haben Sie als Petitionen an uns herangetragen und, wie schon erwähnt, 13.242, über 1.500 mehr als im Vorjahr. Und die meisten Zuschriften betrafen weiterhin den Bereich der Gesundheit, auch wenn hier deutlich weniger Petitionen eingelegt wurden als in den Vorjahren. Auf Platz 2 bewegten die Bürgerinnen und Bürger die Themen Arbeit und Soziales. Die größte Steigerung verzeichnete allerdings der Bereich des Auswärtigen Amts, was angesichts der Geschehnisse in der Welt nicht verwunderlich ist. Über unser Online-Portal äußern die Petentinnen und Petenten ihre Wünsche besonders effektiv. Mittlerweile sind es über 4,6 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Allein letztes Jahr haben sich 600.000 Nutzerinnen und Nutzer angemeldet, doppelt so viele wie im Vorjahr. Online wie auch offline wurden Petitionen über 937.000 Mal unterschrieben. Das waren auch dreimal mehr als im Vorjahr. Deshalb, glaube ich, können wir sagen, war es für unseren Ausschuss ein erfolgreiches Jahr. Die mitzeichnungsstärksten Petitionen waren die Fortführung bzw. Verstetigung des Bundesprogramms der Sprachkitas. Es war aber auch keine allgemeine Impfpflicht oder keine Covid-Impfpflicht für das Pflegepersonal. Diese und 9 weitere Petitionen hatte der Ausschuss öffentlich beraten, weil sie die 50.000er Unterschriftenmarke erreichten. Die öffentliche Beratung ist besonders, weil sie den Petentinnen und Petenten ihr Anliegen persönlich vor den Ausschussmitgliedern, den anwesenden Regierungsvertretern und allen Interessierten im Netz vortragen können. Und besonders großen Erfolg hatten die Sprachkitas. Die Petition, die öffentlich beraten wurde und die zwar ganz klar die staatliche, vom Bund geförderte Förderung weiterhaben wollten, das aber etwas ist, was in die Kompetenz der Länder fällt. Und damit diese sprachliche Entwicklung und Integration weiter geleistet wurde, hat sich der Ausschuss auch für die Weiterentwicklung dieses Programms ausgesprochen. Ende 2022 ist die Bundesförderung ausgelaufen, aber wir haben Strukturen in den Ländern verankert, damit es durch das Kita-Qualitätsgesetz nahtlos weiterlaufen kann. Hervorheben möchte ich auch die Petition zu den Völkermorden an den Jesidinnen und Jesiden. Die Terrororganisation IS ermordete 2014 in einer groß angelegten Offensive über 5.000 Menschen und verschleppte 7.000 weitere. Der Ausschuss empfahl auch dort der Bundesregierung, diese Petition zur Berücksichtigung überweisen. Und am 19. Januar in diesem Jahr haben wir es tatsächlich geschafft, im Rahmen einer Plenardebatte das Leid dieser Opfer anzuerkennen. Doch Petitionen drehen sich bei Weitem nicht nur um die große Politik. Bei Weitem nicht nur um Dinge, die uns alle betreffen. Tatsächlich drehen sich 2/3 aller Petitionen um vermeintlich kleine Dinge. Die persönlichen Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern, die zum Beispiel mit Entscheidung oder Vorgehen einer Behörde unzufrieden waren. Und genau liegt auch die Stärke dieses Ausschusses. Hier nur ein paar Beispiele. Wir halfen einer Petentin mit einem Gründungszuschuss der Deutschen Rentenversicherung, damit sie sich selbstständig machen konnte. Eine weitere Petentin hat keine Rentenzahlungen erhalten. Sie hat eine Nachzahlung von über 13.000 Euro bekommen. Außerdem unterstützte der Ausschuss eine Petentin bei der Bewilligung einer onkologischen Reha. Also Sie sehen, wir sind auch für die kleinen Dinge zuständig. Und die Unterstützung, die der Ausschuss in diesen Einzelfällen leistet, zeigt auch seine Notwendigkeit und Bedeutung. Und selbst wenn der Ausschuss nicht helfen kann, so kann er doch wenigstens Entscheidungen der Behörden besser verständlich machen. Denn daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, hapert es wirklich oft in unserem Land. Und
Es macht dann auch den Menschen klar, warum es in dem einen oder anderen Fall einfach mal nicht funktioniert hat. Aber auch diese Schlüsselfunktion übernehmen wir gerne. Und es ist einfach so, dass wir oft auch mal mit dem Unwillen der Leute konfrontiert werden. Wenn sie das nicht ganz so nachvollziehen können, was wir tun, und wenn das zu lange dauert und wenn der Aufwand eben sehr groß ist, um in Erfahrung zu bringen, wo jetzt gerade diese Petition gelandet ist und die Entscheidung am Ende, die oft schlecht oder gar nicht nachvollzogen werden kann, daran, an dem Teil müssen wir wirklich alle miteinander etwas tun. Wir müssen den Menschen erklären, was wir tun, warum es im Einzelfall mal länger dauert. Und ich denke, das ist jetzt die Aufgabe, auch in dieser Legislatur dafür zu sorgen, dass wir vor allem an der Transparenz arbeiten. Wir brauchen ein modernes Petitionsrecht, einen modernen, bürgerfreundlichen und unbürokratischen Zugang zu dem Petitionsausschuss. Und dazu gehört nun mal Kommunikation, Transparenz im Verfahren, kürzere Bearbeitungszeiten von Petitionen und verständliche Sprache und Beschlüsse. Wir haben noch so einiges nachzuholen. Ich habe es gerade schon erwähnt, denn die Ausgangslage ist nicht gerade ideal. Wir als Koalition sind dazu in den letzten Zügen und werden dem Ausschuss hoffentlich bald unsere Vorschläge präsentieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit mit Petitionen ist die direkteste Art, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern Politik zu gestalten. Das macht sie so besonders. Und deshalb hat sie zu Recht Verfassungsrang und deshalb liegt es mir so am Herzen. Lassen Sie uns das Petitionswesen so gestalten, dass die Bürgerinnen und Bürger draußen auch sagen können, dieses Recht liegt uns am Herzen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die so viel Arbeit auf sich nehmen. Aber ich glaube, es ist immer wieder wert, darüber zu reden, was wir auch im Einzelfall klein erreichen. Und deshalb sage ich noch einmal danke für die, die zugehört haben. Aber vor allem danke noch einmal dem Ausschussdienst und vor allem euch, lieben Kolleginnen und Kollegen, für die wertvolle Arbeit. Dankeschön. Die Ausschussvorsitzende Martina Stamm-Fiebig hat hier die Debatte über die Tätigkeiten des Petitionsausschusses im vergangenen Jahr eröffnet. Corinna Rüffer war auch schon vergangene Legislaturperiode Mitglied, ist es diese Legislatur auch wieder. Wirklich hochgeschätzte Vorsitzende Martina Stamm-Fiebig, ich finde, das passt zu der ganzen Art, wie du diesen Ausschuss führst, dass du heute noch mal an unseren ganz, ganz lieben Kollegen Gero Storjohann erinnert hast, den wir alle bis heute wirklich sehr vermissen. Wir wissen nicht, ob seine Familie heute vielleicht auch diese Debatte verfolgt. Es würde mich nicht verwundern, weil er sie, glaube ich, sehr dicht an seine Arbeit auch herangeholt hat. Und ich finde, das ist noch mal ein Moment, an ihn zu erinnern, wie wir das, glaube ich, alle oft auch tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe MitarbeiterInnen, es geht heute ein ganz besonderer Dank an Sie da hinten und an alle, die Sie vertreten, nämlich an den gesamten Ausschussdienst. Es sind ganz viele Menschen, die uns den Rücken frei halten, die Arbeit tun, von der wir leben, Tag für Tag. Wir hatten in der vergangenen Sitzungswoche eine Petzsause. Vielleicht haben die hier unten sitzen, schon mal was davon gehört. Einmal im Jahr wird kräftig gefeiert. Und ich habe den Eindruck, dass uns das in diesem Jahr besonders gut gelungen ist. Ich weiß nicht, ob die neue Unterabteilungsleiterin von Frau Penzig von Winter es geschafft hat, mit jedem Einzelnen, mit jeder Einzelnen anzustoßen. Sie hat es eigentlich versprochen, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass da ein frischer Wind durch das Petitionswesen weht. Und ich glaube, das freut ganz viele, die ganz dicht an der Arbeit sind. Ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, dass wir alle wirklich Lust haben, das Potenzial dieses Ausschusses noch viel mehr zu nutzen, als wir das in der Vergangenheit schon erlebt haben. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Heinrich Böll in die Verantwortung nehmen, sage ich mal, der Frau, der Petra Kelly ein Stammbuch geschrieben hat, und zwar im Jahr 1983. Ich zitiere: Gar manches ist im Laufe der Geschichte aller Parlamente von der Straße aus in sie hineingetragen worden, ist Gesetz geworden und hat das System verändert.
Das Außerparlamentarische gehört zum parlamentarischen System und wäre es nur als Wecker. Die Einmischung der Bürgerinnen und Bürger als Weckruf zu begreifen, ich glaube, das war im Jahr 1983 nicht allen so nahe. Und jedenfalls kann man sagen, hat Petra Kelly wahrgenommen, dass es im Umgang mit manchen Bürgerinnen-Anfragen sowas gegeben habe wie Arroganz, ich zitiere, des Weglegens, des Postverdrängens, des damit nicht umgehen Könnens, weil man doch Wichtigeres zu tun hat als diese Bürger. Und sie fragte sich, ist es denn nicht eine der ersten Pflichten, zu versuchen, auf die Menschen einzugehen, die sich in aller Bescheidenheit an Bonn wenden damals, weil sie, das ist ja berechtigt, eine konstruktive und hilfreiche Antwort erwarten. Mir sei das erlaubt, sozusagen dieser Blick in die Vergangenheit, weil wir als Grüne Fraktion in diesem Jahr 40. Geburtstag feiern, als Fraktion innerhalb dieses Hauses. Und ich glaube, das ist ein Moment, wo man an die beiden auch noch mal erinnern darf im Zusammenhang der Arbeit, die wir zu leisten haben als Parlament mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Und wenn man heute jetzt mal dieses Wort Bonn durch Berlin ersetzen würde, ich mache das mal, ne? Ist es denn nicht eine der ersten Pflichten, zu versuchen, auf die Menschen einzugehen, die sich in aller Bescheidenheit an Berlin wenden, an uns nämlich, weil sie, und das ist ja berechtigt, eine konstruktive und hilfreiche Antwort erwarten. Und genau das ist die Pflicht, die wir haben als Abgeordnete, auf die Menschen einzugehen, ihnen zuzuhören, wenn sie uns mit ihren Sorgen, aber vor allem auch mit ihren konstruktiven Antworten auf schwierige Fragen begegnen. Ob sie dabei bescheiden sind oder nicht, das mag man im Jahre 83 anders beurteilt haben, aber das sei auch dahingestellt. Und es ist nicht nur unsere Pflicht, möchte ich sagen, sondern es ist wichtiger denn je, dass wir das als Parlament tatsächlich beherzigen, weil wir in einer unsicheren Zeit leben. Wir stehen vor so vielen Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen müssen. So, und trotzdem, und wir beobachten, ja, und das ist etwas, was uns mit Besorgnis erregen muss, driftet diese Gesellschaft natürlich an vielen Stellen echt auch auseinander, ne? Viele Menschen fühlen sich außen vor gelassen. Sie sind überfordert mit bürokratischen Vorgaben und haben enorme Angst davor, dass es ihnen persönlich auch in der Zukunft schlechter gehen wird als heute, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird. Und jetzt gerade in dieser schwierigen Gemengelage, es ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Bürgernähe nicht nur zu behaupten, sondern sie tagtäglich auch jeden Tag zu praktizieren, den Menschen tatsächlich näher zu kommen. Und genau das ist eben die Aufgabe, die wir versuchen, in diesem Petitionsausschuss zu erfüllen. Die Themen, die wir zu bearbeiten haben, die sind sehr weit, ne? Also mich persönlich beschäftigt insbesondere das Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen in all ihren Facetten. Wir haben riesige Petitionen im vergangenen Jahr, eine, die größte, die wir jemals hatten, über 300.000, mit der Forderung, dass wir eine Reform der Pflege brauchen in diesem Land, ja, das dem demografischen Wandel unterliegt, eines der größten Herausforderungen unserer Zeit. Da haben wir uns alle zusammengetan, sind teilweise über unseren Schatten gesprungen und haben gesagt, wir wollen das gemeinsam angehen als Parlament. Und ich würde alle Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Frau Kollegin, Sie kommen zum Ende, bitte. Ich komme zum Ende. So, die nicht direkt an den Petitionen dran sind, aber diese Impulse aufzunehmen und das als gemeinsame Aufgabe zu verstehen, als Parlament die berechtigten Wünsche der Menschen in diesem Land auf den Weg zu bringen. Wir wollen noch besser werden. Und ich glaube, das werden wir auch schaffen mit dieser Haltung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sabine Weiß hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, zunächst mal liebe Martina Stamm-Fiebig, liebe Corinna Rüffer, herzlichen Dank für die wirklich netten Worte zu unserem verstorbenen Kollegen Gero Storjohann. Und ich kann nur sagen, lieber Gero, wir vermissen dich alle.
Das Votum lautet, die Petition der Bundesregierung zur Berücksichtigung zu überweisen und den Fraktionen zur Kenntnis zu geben. Damit können wahrscheinlich zunächst nur die Mitglieder des Petitionsausschusses etwas anfangen. Wenn wir als Petitionsausschuss bei einer Petition zu dem Schluss kommen, dass hier wirklich echter Handlungsbedarf besteht, dann zückt der Ausschuss sein schärfstes Schwert, der über der Bundesregierung nämlich eine Petition zur Berücksichtigung zu überweisen. Das ist das höchstmögliche Votum. Es ist eine Handlungsaufforderung an die Regierung. Schaut hin, hier brauchen Menschen konkret Hilfe. Es muss etwas getan werden. Wir können aber auch den Fraktionen und damit dem ganzen Hohen Haus Handlungsbitten erteilen, wenn wir Petitionen den Fraktionen zur Kenntnis geben. In einer Petition, die mir sehr am Herzen lag, ging es, Martina Stamm-Fiebig hat darauf hingewiesen, im letzten Jahr um die Anerkennung des Völkermordes an den Jesidinnen und Jesiden. Petent war Herr Gudda Ak Al-Kaidi des Vereins Stelle für jesidische Angelegenheiten. Und da die Petition mehr als 50.000 Unterschriften erreichte, fand Anfang des Jahres 2022 eine öffentliche Anhörung unseres Ausschusses statt. Im Juni 2022 befasste sich dann der Petitionsausschuss nochmals mit dieser Petition und schloss dann mit dem höchsten einstimmigen Votum ab. Und dadurch konnte die Vorstellung der Petition hier im Plenum erfolgen. Es gab schon seit vielen Jahren Überlegungen in den einzelnen Fraktionen, den Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat im Jahre 2014 anzuerkennen. Der letzte Stein des Anstoßes war aber nun die öffentliche Petition. Durch die Befassung damit im Plenum wurde uns dann die ungeteilte Aufmerksamkeit des Bundestages zuteil. Engagierte Mitglieder unterschiedlicher Fraktionen haben in unterschiedlichen Fachausschüssen für das Anliegen geworben und schließlich wurde im Menschenrechtsausschuss ein gemeinsamer Antrag der Union und der Ampelfraktionen formuliert, der dann im Januar dieses Jahres vom gesamten Bundestag auch hier wieder einstimmig beschlossen wurde. Für viele Mitglieder, und ich sehe fast alle heute hier, des Petitionsausschusses gilt: einmal Petitionsausschuss, immer Petitionsausschuss. Denn es macht zugegebenermaßen viel Arbeit, aber es macht auch sehr viel Freude. Wir können hier, Corinna hat darauf hingewiesen, wir können hier direkt etwas bewirken. Wir können auch über Parteigrenzen hinweg kollegial zusammenarbeiten. Wir haben einen kompetenten Ausschussdienst, der uns jederzeit unterstützt und wunderbare Vorarbeit leistet. Ich weiß nicht, wie viele Telefongespräche Sie, die wir gar nicht mitbekommen, mit den Petenten jeweils führen. Und ich danke natürlich auch den Ausschussmitarbeitern herzlich für die gute Zusammenarbeit und für ihren unermüdlichen Einsatz für die Petentinnen und Petenten. Der Petitionsausschuss bedeutet, und das muss natürlich auch an dieser Stelle nochmals betont werden, viel kontinuierliche Arbeit. Und in dem Jahr 2022 gingen mehr als 13.000 Petitionen ein. Und auch an dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Kollegen, denn die leisten auch hier immer gute Vorarbeit. Manchmal gibt es Sachen zum Schmunzeln, wenn wir diskutieren morgens, mittwochs morgens um 8 Uhr, geht's los mit viel Herzblut. Manchmal schmunzle ich, wenn zum Beispiel diese doch sehr unterschiedlichen Parteien der Ampel ihre sicherlich hart erarbeiteten Kompromisse in so langen, so Weitsätzen verarbeiten, dass man manchmal kaum noch den Sinn erahnen kann. Und ich fürchte, der ein oder andere Petent kann das dann auch nicht. Der Petitionsausschuss ist einer der wichtigsten Ausschüsse im Bundestag. Er ist der einzige Ausschuss, Martina Stamm-Fiebig hat darauf hingewiesen, der unmittelbar das Menschenrecht des Artikel 17 Grundgesetz umsetzt. Er ist aber auch der Ausschuss mit einer sehr konkreten Verbindung zu Menschen.
Hier kanalisieren sich Ängste, Sorgen, Unzufriedenheiten, aber eben auch gute Ideen und Vorschläge, die unser Land weiterbringen und die es verdienen, umgesetzt zu werden. Hier werden Einzelschicksale, Ideen und Lösungsvorschläge in einer Tiefe behandelt, wie es sicherlich in keinem anderen Ausschuss möglich ist. Und ich lege unseren Ausschuss allen Mitgliedern des Bundestages ans Herz. Mehr als 13.000 Petitionen mit mehreren 100.000 Mitunterzeichnungen. Tja, und es wird immer wieder betont, wie wichtig der Petitionsausschuss ist. Und umso enttäuschter bin ich, lassen Sie mich das abschließend sagen, dass für den nur einmal im Jahr im Plenum mit einer Debatte in Erscheinung tretenden Ausschuss keine Kernzeitdebatte möglich ist. Wertschätzung sieht anders aus. Und gerade deshalb, Frau Kollegin, mein abschließendes Votum, den Petitionsausschuss der Bundesregierung, den Fraktionen und jedem einzelnen Mitglied im Bundestag zur Berücksichtigung zu überweisen. Herzlichen Dank. Sabine Weiß hat hier noch einmal für mehr Aufmerksamkeit für den Petitionsausschuss geworben. Tatsächlich ist das natürlich das Gremium, in dem die Bürgerinnen und Bürger mitkriegen, dass ihre Anliegen eben gehört werden, was eventuell manche sonst nicht das Gefühl haben. Axel Echeverria nun für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, liebe Mitglieder des Petitionsausschusses, sehr geehrte Petentinnen und Petenten, weil ich kann mir gut vorstellen, der eine oder andere hört hier heute zu. Die Diskussion über den Jahresbericht des Petitionsausschusses gibt uns die Möglichkeit, ein Fazit und Vergleiche zu ziehen. Die Kernfrage, die also hier im Raum steht, lautet: Was ist im letzten Jahr eigentlich passiert und was kann man daraus schließen? Der Petitionsausschuss ist das einzige direktdemokratische Element, das unser Grundgesetz berücksichtigt. Wir sind der direkte Draht der Menschen ins Parlament. Wenn wir die Zahlen aus dem Jahr 2022 mit den beiden Vorjahren vergleichen, fällt ins Auge, dass wir insgesamt 22 190 Petitionen zur Berücksichtigung oder zur Erwägung an die Bundesregierung gegeben haben. Im Vergleich dazu waren es 24 Petitionen und 2020 gerade einmal 18. Der Petitionsbericht zeigt also aus meiner Sicht, die Ampel wirkt und die Ampel handelt und wir bringen Dinge auf den Weg, auch bei unserer eigenen Regierung. Petentinnen und Petenten haben über den Petitionsausschuss direkten Einfluss auf unsere nationale und internationale Politik. Und das ist auch gut und richtig so. Viele Menschen wollen sich einmischen, wollen dabei helfen, dieses Land lebenswerter zu machen. Und wir als Petitionsausschuss machen ihnen das mit möglich. Wir sprechen hier also von einem echten Kulturwandel im Petitionsausschuss. Und das muss ich nach einem Jahr sagen, finde ich wirklich großartig. Und danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die da mitarbeiten und auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden, die das alles vorbereiten. Klar ist aber auch, dass das Petitionswesen mit der Zeit gehen muss. Auch wenn die deutlich gestiegenen Anzahlen an eingereichten Petitionen im Jahr 2022 erfreulich ist, ist dies keineswegs das Ende der Fahnenstange. Der Petitionsausschuss, es wurde schon betont, ist kein Ausschuss wie jeder. Einerseits hat er den Verfassungsrang als Teil der unveränderlichen Grundrechte und andererseits ist er der einzige Ausschuss, in dem sogar noch in der Sitzung Regierung und Opposition aufeinander zugehen und doch versuchen, einen Kompromiss herzustellen. Ich glaube, denn wir wissen alle, bei uns geht es um konkrete, teilweise sehr individuelle Schicksale und Anliegen. Bei uns geht es um Menschen. Applaus 13.242 Petitionen, es wurde schon genannt, das sind 57 Petitionen pro Tag. Insgesamt 12 davon haben 50.000 Mitzeichnerinnen und Mitzeichner gefunden. Diese wurden dann öffentlich beraten und haben damit eine größere Anerkennung und Öffentlichkeit erhalten. Ein Blick in Richtung der privaten Plattform zeigt uns aber auch, dass das Potenzial von Petitionen deutlich größer ist. Als einziges direktdemokratisches Instrument in unserer Verfassung muss das Petitionswesen noch viel stärker auf der Höhe der Zeit sein als Politik insgesamt. Paragraph 17 lesen. Dafür wird die Ampel das Petitionswesen erneuern. Wir wollen, dass das Petitionswesen einen stärkeren Einfluss auf Politik und unsere Diskussion hier im Haus hat. Das Petitionswesen muss digitaler, muss schneller, muss barriereärmer werden.
Es darf nicht sein, dass Menschen Monate, zum Teil auch jahrelang, nichts von uns hören, wenn sie eine Petition einreichen. Es darf nicht sein, dass Petitionen 10 Jahre oder länger liegen, weil es politisch zu keiner Einigung kommt. Es darf nicht sein, dass die Menschen den Eindruck bekommen, dass uns ihre Anliegen egal sind. Deshalb müssen wir in unserer Arbeit auch schneller werden. Aber wir dürfen dabei nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes, sie wurden ja schon genannt, überfrachten und überlasten. Und ich möchte Ihnen noch mal ganz herzlich auch im Namen der SPD-Fraktion für Ihre tolle Arbeit im letzten Jahr danken. Herzlichen Dank. Petitionen brauchen mehr Durchschlagskraft, mehr Öffentlichkeit und mehr Gewichtung in allen Fraktionen des Deutschen Bundestages. Denn am Ende steht hinter jeder Akte ein Mensch oder mehrere mit einem oder mehreren Schicksalen oder Anliegen, die sich an uns wenden, weil sie Hilfe brauchen. Über einige Fälle werden meine Kolleginnen Annika Klose, Erik von Malotki und Bengt Berg gleich berichten, sodass sie vielleicht mal ein Gespür kriegen, womit wir uns Woche um Woche hier im Haus eigentlich beschäftigen. Ich persönlich hoffe, im kommenden Jahr nicht nur Zahlen, Daten und Fakten präsentieren zu können, sondern Ihnen auch erzählen zu können, wie wir den Petitionsausschuss neu aufgestellt haben und wie viel mehr Einflüsse von Menschen außerhalb des Bundestages wir jetzt aufnehmen und umsetzen können. Herzlichen Dank. Axel Echeverria war das von der SPD-Fraktion und nächster Redner ist der petitionspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dirk Brandes. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen. Ein herzlicher Dank geht auch von mir an die Mitarbeiter des Ausschussdienstes. Aufgrund ihrer wertvollen Arbeit konnten viele Bürger bei ihren persönlichen Anliegen geholfen werden. Bei politischen Petitionen sieht es aufgrund der Ampelpolitik nicht überall rosig aus. Sie haben eben viel Emotionen verbreitet, aber ich möchte auch ein bisschen in die Sachanalyse gehen. Denn schaut man auf die Themenliste bei den eingereichten Petitionen, zeigt sich, dass die Bürger außerhalb der rot-grünen Parallel- und Clan-Gesellschaft hier im Bundestag zumeist andere Schwerpunkte haben als die von der Regierung angeleiteten Debatten. So erreichten uns auch 2022 viele Petitionen, die sich gegen die völlig gescheiterte Corona-Politik des Herrn Lauterbach richteten. Keine Petition fand im Berichtsjahr mehr Mitzeichner als die Petition gegen die Impfpflicht, sei es die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder auch die allgemeine Impfpflicht. Wie die AfD fordert eine Mehrheit der Bürger in diesem Land eine grundsätzliche Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Mehrheit der Gebührenzahler sieht es nicht ein, Rekordbeiträge für grüne Wahlwerbung, Frühsexualisierung, Geschlechterkunde und die Diffamierung politischer Gegner zu bezahlen. Viele Eingaben forderten, wie die AfD, eine Verschärfung und konsequente Anwendung unseres Strafrechts. Die zunehmende Verrohung im öffentlichen Raum, Messerattacken, Vergewaltigung und westdeutsche Innenstädte, die zu Angsträumen verkommen, machen einer Mehrheit der Bürger in diesem Land Angst. Und zwar zu Recht, meine Damen und Herren. Erinnern wir uns an die Petition zur Stuttgarter Erklärung mit dem Thema Wiedereinstieg in die Kernenergie. Wer sich mal anschauen will, wie es aussieht, wenn Wissenschaftler auf grüne Ideologen treffen, dem empfehle ich die Sitzung des Petitionsausschusses vom 9. November 2022 noch einmal im Netz anzusehen. Während die geladenen Wissenschaftler faktenbasiert dargelegt haben, dass Versorgungssicherheit und Umweltschutz nur mit Kernenergie zu erreichen ist, hatte die Regierung, vertreten durch ihre Staatssekretäre, dem geballten Fachwissen der Petenten nichts entgegenzusetzen. Zur Praxis im Ausschuss gehörte auch im letzten Jahr, dass politische Petitionen keine Chance auf eine Umsetzung hatten, wenn sie nicht der Regierungsagenda entsprachen. Deswegen gewinnen private Petitionsplattformen immer mehr Akzeptanz, während die Zahl der Eingaben an den Bundestag stagniert. Bürgernähe und Basisdemokratie passen halt nicht zu einer Regierungskoalition,
die inzwischen so abgehoben und arrogant gegen die Interessen der breiten Bevölkerung agiert, wie keine andere in der Bundesrepublik jemals zuvor. Ob Einwanderungs- oder Energiepolitik, Genderirrsinn, Heizungsverbot, noch nie in der Nachkriegsgeschichte wurde den Bürgern so penetrant eine Minderheitsideologie aufgezwungen wie durch die Ampelregierung. Deswegen würde mehr Bürgerbeteiligung, gar die Ermöglichung von Volksabstimmung, an ihrer eigenen ideologischen Existenzgrundlage rütteln. Deswegen hat die Regierungskoalition bisher, obwohl in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, noch nichts auf den Weg gebracht, das Petitionswesen und damit die Beteiligung der Bürger an die Gesetzgebung zu verbessern. Vorschläge unsererseits, den Petitionsausschuss zu einem Instrument für direkte Demokratie zu machen, scheiterten in der letzten Legislatur an ihrem Votum. Warum ermöglichen wir unseren Bürgern nicht einfach, dass Petitionen ab einem bestimmten Quorum als Tagesordnungspunkt unser Plenum erreichen? Was würde das für die Bürger bedeuten? Sie hätten erstmalig direkten Einfluss darauf, was hier im Plenum besprochen wird. Denn die Kluft zwischen dem, was hier debattiert wird und was die Menschen vor Ort im Alltag bewegt, war nie größer. Noch nie war eine Regierung so weit von der Lebensrealität der Menschen entfernt wie heute. 71% der Deutschen wollten laut einer aktuellen Studie der Hamburger Körperstiftung mehr direkte Demokratie. Laut ARD ist eine Mehrheit der Deutschen gegen den Ausstieg aus der Kernenergie. Gemäß aller repräsentativen Umfragen ist eine Mehrheit der Deutschen gegen die Genderpolitik. Die Mehrheit will Schwarz-Rot-Gold statt Regenbogen. Und eine Mehrheit der Deutschen ist auch gegen die Migrationspolitik der Ampel. Und mittlerweile, das wird Sie am meisten erschrecken, ist nur noch eine Minderheit, die sich absolut nicht vorstellen kann, die AfD zu wählen. Deswegen, Herr Merz, wie lange wollen Sie noch mit Ihrer Brandmauer gegen grünsozialistische Regierungsmehrheiten absichern? Die Brandmauer ist doch nur noch im Bundestag vorhanden. Die Realität draußen ist eine andere. Die Mehrheit will mehr Italien, will mehr Schweiz, will mehr Schweden, will mehr Ungarn, wagen und keine sozialistischen Brandmauern mehr. Wir wollen einen freiheitlichen, konservativen Politikwechsel. Herr Merz, vielleicht werden Sie bei BlackRock noch gebraucht. Hier sind Sie gescheitert. Liebe FDP, Sie sind so oft umgefallen. Tun Sie es noch einmal, beenden Sie diese Regierungskoalition. Deutschland braucht Neuwahlen. Deutschland braucht einen Regierungswechsel, und zwar mit der AfD. Und das würde auch so manchen Petenten ans Einreichen einer Verzweiflungspetition ersparen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weise Sie darauf hin, dass es nicht den Gepflogenheiten einer vernünftigen, argumentativ geführten parlamentarischen Debatte entspricht, dass Sie die Kolleginnen frei gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier als irgendwie geartete Gesellschaft bezeichnen und auch nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verunglimpfen, den Sie hinterher zitieren. Jetzt gebe ich das Wort dem Kollegen Manfred Todenhausen für die FDP-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch auf den Tribünen, ich muss gerade sagen, den demokratischen Parteien geht es um die Petenten und Petentinnen. Wir haben gerade gehört, hier geht es um Populismus. Ich bin entsetzt. Zum Glück darf die Ausschussvorsitzende die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt eröffnen. Denn dann können wir anderen Redner sicher sein, die wichtigsten Punkte sind schon erwähnt worden. Die Zahlen und Statistiken wurden vorgestellt. Der wohlverdiente und berechtigte Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes ist bereits ausgesprochen und über die interessantesten Petitionen wurde auch berichtet. Und daher habe ich jetzt die Zeit zu sagen, mich macht es
jedes Jahr stolz, hier für die FDP-Fraktion reden zu dürfen und den Bürger zu vertreten und zu diesem Bericht zu sprechen. Denn die Stimmung und der Arbeitsstil im Petitionsausschuss, und das haben Sie gerade gemerkt an den meisten hier gesprochenen Reden, ist doch anders als in anderen Ausschüssen. Im Petitionsausschuss ringen wir unter den demokratischen Parteien immer und immer wieder um einen möglichst breiten Konsens. Und wenn wir uns von einer Bundesregierung nicht ausreichend unterstützt fühlen, machen wir es auch deutlich, unabhängig vom Parteibuch. Ein ähnliches Selbstbewusstsein sagt man übrigens nur den Haushältern nach. Wir haben das auch. Im Petitionsausschuss spürt man besonders deutlich, dass wir hier im Parlament dafür da sind, die Menschen zu unterstützen und ihr Leben leichter zu machen. Und im Petitionsausschuss erleben und erfahren wir besonders deutlich, welche Themen den Menschen unter den Nägeln brennen. Auch 2022 hat die Menschen Corona immer noch sehr beschäftigt. Sei es durch eine mögliche Impfpflicht oder sei es bei der Erforschung von Long-Covid. Ebenso waren außenpolitische Themen offensichtlich von großem Interesse, sei es der Völkermord an den Jesiden, die Unterstützung der Freiheitsbewegung im Iran oder die Anerkennung indischer Adoptionen. Natürlich war auch der unerträgliche russische Angriff auf die Ukraine, die Anerkennung des Holodomors als Völkermord, die energetische Unabhängigkeit von Russland mit allen Auswirkungen auf die deutsche Energiepolitik Themen im vergangenen Jahr. Zu den üblichen Themenschwerpunkten gehörte auch die Gesundheitspolitik. Im letzten Jahr war sie beispielsweise vertreten durch Petitionen zur medizinischen Versorgung von Lipödemen-Erkrankungen, dem Kampf gegen Schließung von Geburtsstationen und die Anpassung der Honorare für das Zahntechnikerhandwerk. Besonders herauszuheben ist zudem die Petition zur Verstetigung des Bundesprogramms Sprachkitags. Über 250.000 Menschen haben diese Petition mitgezeichnet. Nur noch einmal zum Ablauf. Sie ist am 1.8.22 beim Petitionsausschuss eingegangen. Am 17.10. in einer öffentlichen Sitzung diskutiert und am 24.11. mit den Stimmen der Ampelkoalition im Plenum mit dem höchsten Votum beschlossen worden. Die Bundesregierung, und das ist das Gute, Petition wirkt. Die Bundesregierung hat daraufhin noch einmal Geld in die Hand genommen und mit den Bundesländern eine Einigung gefunden, die die Sprachkenntniskitas aus Mitteln des Kita-Qualitätsgesetzes weiterführt. Und gerade in der vergangenen Woche haben wir eine Petition aus dem vergangenen Jahr mit dem höchstmöglichen Votum der Bundesregierung zur Berücksichtigung überwiesen, die Schaffung eines Mutterschutzes für schwangere Selbstständige. Wir werden sicher im nächsten Jahr noch mal darüber reden. Eine Schreinermeisterin hat erfolgreich auf Probleme hingewiesen. Und ich hoffe, dass diese Petition in der Umsetzung genauso erfolgreich sein wird wie bei den Sprachkitas. Denn diese war zugegebenermaßen eine besonders schnelle Petition. Leider geht es nicht immer so. Teilweise warten noch Petitionen aus der letzten, der vorletzten oder sogar aus der vorvorletzten Wahlperiode auf Entscheidung. Aber wir sind ein gutes Stück vorangekommen, den Stau abzuarbeiten. Als Ampelkoalition zeigen wir, dass man Petitionen nicht einfach liegen lassen muss, sondern man Petenten auch einfach und ehrlicherweise sagen kann, dass es zu einem Thema keine Einigkeit in einer Koalition gibt. Das erzeugt meines Erachtens von Wertschätzung für die Petentinnen und Petenten, die da nicht mehr länger warten müssen, und wertet das Petitionswesen erheblich auf. Neben allen inhaltlichen Fragen möchte ich auch kurz über organisatorische Fragen sprechen. Zum einen hoffe ich darauf, dass wir im kommenden Jahr berichten können, dass wir 2023 das Petitionsrecht reformiert und verbessert haben. Und zum anderen arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck an der Verbesserung des
Petitionsportals im Internet. Wir wollen den Menschen leichter machen, ihre Petition beim Deutschen Bundestag einzureichen, ohne sich auf irgendeiner externen Plattform wiederzufinden. Und mit einer integrierten Plattform kann auch unsere Arbeit im Ausschuss schneller werden. Ein erster Schritt dazu: unter www.petitionsportal.de können Sie nun die Petitionsportale des Bundestages und aller Landesparlamente erreichen und in wenigen Schritten Ihre Petition einreichen. Soweit also unsere Übertragung hier aus dem Deutschen Bundestag zum Bericht des Petitionsausschusses 2022. Morgen wird hier ab 9 Uhr der Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 29. und 30. Juni abgeben. Und ab 8.45 Uhr haben wir dazu dann, wie Sie es gewohnt sind, ein Interview. Morgen werden Michael Roth von der SPD und Patricia Lips von der CDU kommen. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Tag. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Es ist ein Krieg, in dem ein Land ums Überleben kämpft. Und es ist ein Krieg mit vielen Folgen, auch anderswo. Über Hintergründe, Zusammenhänge, Details und Konsequenzen sprechen wir bei Ukraine-Krieg nachgehakt mit Expertinnen aus